Hallo YouTube, hallo Twitch. Willkommen zum zweiten Livestream-Teil von Fallout 4 mit der wilden Hilde, dem Community-Charakter. Und ja, wir haben ein bisschen was zu feiern, würde ich sagen. Darauf will ich später nochmal eingehen, wenn ein bisschen mehr von euch da sind. Und jetzt schauen wir erstmal, wo wir in der Quest weitermachen. Ich gucke selber gerade mal, ob der Stream bei Twitch schon angezeigt wird. Für alle, die bei YouTube die Wiederholung gucken, wenn ihr mal live dabei sein wollt, einfach twitch.tv, GeHadesTV, Link ist in der Videobeschreibung. Da könnt ihr dann garantiert nichts verpassen. So, und ich muss nochmal kurz mal Twitch aktualisieren, um einfach zu gucken, ob der Stream soweit schon läuft. Beziehungsweise ihr könnt mir auch, weil ich in den Kommentar schon sehe, dass da was abgeht. Läuft bei euch der Stream schon? Dann ist alles gut, dann kann ich mich bewegen. So, jetzt schauen wir erstmal, welche Quests wir zuletzt hatten. Wir haben echt schon arschvoll an Nebenquests aufgesammelt. Wahnsinn, hä? Okay, Stream läuft. Ach ja, apropos. Danke erstmal fürs Feedback, dass er läuft. Ich hatte vorhin so einen Teststream gemacht, um zu gucken, ob die Qualität ein bisschen vielleicht maximierbar ist. Die war beim letzten Mal nicht so ganz so sehr laggt. Beim letzten Mal hatten wir, glaube ich, eine Übertragungsqualität nur 8 Kilobyte die Sekunde. Jetzt 1400, also fast die Qualität ein bisschen besser sein. Ich hoffe halt nur, dass es nicht so laggt. Ich habe vorhin mal eine Viertelstunde Streaming gemacht, ein bisschen Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider gezockt. Das lief einwandfrei. Ich hoffe, das wird jetzt bei Fallout dasselbe werden. Ich würde jetzt generell erstmal sagen, wir machen mit der Hauptquest weiter. Sei mein Valentine, weil ich will den Charakter bekommen, unbedingt mein absoluter Lieblingscharakter im Spiel. Ich habe zwar mit meinem Hauptcharakter noch nicht alle Charaktere. Es gibt insgesamt 13 Begleiter. Ich habe 9 oder 10. Es fehlen da noch ein paar. So, jetzt muss ich mich hier erstmal wieder orientieren, was wir für Waffen hatten. Der Schlagstock war ganz geil, aber wir hatten uns ja extra das chinesische Offizierschwert geholt. Da werden wir ein bisschen in Skyrim-Manier dann abgehen. Hi Nexus, das erste Mal bist du auf Twitch. Wow. Hi Icarus, hi Lifey, hi FT4SYG5. Name, hi Tagbot, hi Majero und alle anderen. Ich guck gerade mal, wo wir da überhaupt hin müssen. Ach, zur Park Street Station. Und da kommen wir an Swans Teich vorbei. Das könnte übel werden. Ich weiß nicht, ob ihr schon wisst, was da ist. Ach ja, und ich habe das Autosave deaktiviert, weil es hat bei mir ein paar Probleme verursacht. Wir müssen es also öfters mal manuell speichern. Ich glaube, wir hatten hier jetzt... Ach nee, warte mal. Ich wollte meine Strahlung noch loswerden. Doktor. Das ist hoffentlich ein Notfall. Bring mich wieder in Ordnung, Doc. Erzähl mir, was für Symptome du hast. Ja, weil er jetzt gerade schreibt, ich soll einen Radaway nehmen. Deswegen gehe ich gerade zum Doc und scheiß auf den Radaway. Gebe ich halt mal 40 Kronkorken aus. Ich fühle mich krank. Gut, reinigen wir deinen Metabolismus. Ach, das Allergeilste. Ich habe ja kürzlich erfahren, woher der Name die wilde Hilde stammt, also wie unser Charakter heißt. Hast du sonst noch Beschwerden? Dass das ein... Nein, ich habe keine Beschwerden, alles gut. Hab sonst keine Beschwerden. In Ordnung. Dass das ein Name ist von einer Gummipuppen-Sexpuppe. Also von einer Gummipuppen-Sexpuppe namens die wilde Hilde. Ich bin damit einverstanden, dass wir so heißen, ja, dass eine Kuh nach uns benannt ist oder umgekehrt. Hast du die Zeit? An Giernick. Achso, ja, das können wir nachher noch machen. Ich komme nachher nochmal in Skype. Auch nochmal an alle, die Wiederholung auf YouTube gucken oder ich denke mal bei Twitch wissen es alle, die es jetzt hier gucken. Mein Skype-Account ist einfach nur GeHades, da könnt ihr mich hinzufügen, haben einen Community-Chat, da füge ich euch gerne hinzu, da gammel ich so alle 3 Tage mal rum, fügt ihr Leute hinzu und schreibe auch öfters mal was. Schnellreisen werden wir noch nicht hin können, also wir latschen jetzt raus. Warte mal, wir sollten noch irgendwo pennen.
Wir gehen erstmal zur Piper. Eben, wir gehen erstmal zur Piper. Das haben wir noch gar nicht gemacht, glaube ich. Oder haben wir das schon gemacht? Bin gerade verwirrt. Schön, dass du vorbeischaust. Ist alles klar bei dir, Blue? Was machst du denn da? Schreck mich doch nicht so. Okay, wir geben erstmal der Piper ein Interview. Er könnte gleich mal sagen, wie soll so unsere Grundhaltung im Interview sein? Optimistisch, pessimistisch oder sarkastisch? Alles klar, Blue? Ihr entscheidet. Ich warte auf eure Kommentare, bevor ich jetzt hier irgendwas drücke. Pessimistisch, optimistisch, sarkastisch. Bisschen warten, weil der Stream ja voll verzögert ist. Eher sarkastisch. Okay, gut. Andere Meinungen oder soll man es sarkastisch machen? Möchtest du vielleicht reden? Okay, schreiben alle sarkastisch. Dann mein Albtraum, hi, grüß dich. Der Gier Nick und die anderen. Die ganze Bande will sarkastisch. Okay, dann machen wir das. Wo mein Liebling war, ist jetzt ein Elend. Echt toll. Interessant, dass du das erwähnst, weil du doch aus einem Wort. Du trägst zwar nicht den blauen Anzug, aber den Pip-Boy und diesen Fisch auf den trockenen Look. Ziemlich eindeutig. Also hör zu, ich will ein Interview. Deine Lebensgeschichte. Ich finde, es wird Zeit, dass Diamond City mal erfährt, wie ein Fremder das Commonwealth so findet. Wenn das klappt, dann... Ich hab's. Dann komme ich mit dir mit. Ich pass auf dich auf, während du dich an die Welt hier oben gewöhnst. Ich will mal, bevor ich hier weiter sarkastische Fragen beantworte, noch auf vom FT4, nenne ich dich jetzt abgekürzt, die anderen Buchstaben, super, da lese ich nicht vor. Der fragt, ist es gut, der Stelle einem Bruderschaft beizutreten? Naja gut, du kannst jeder Fraktion erstmal beitreten. Entscheiden musst du dich erst später. Ja? Sprich lauter, so weit bin ich noch nicht mehr. Also beitreten wie in Skyrim jeder Fraktion. Auch wenn ich die Bruderschaft so an sich her, von allen Fraktionen her bisher, mit am lahmsten finde. Aber da kannst du schon mal beitreten. Weiter im Interview. Hier hast du deine Überschrift. Hiesige Frau sagt nein. Du meinst es ernst, hä? Schlaumeier. Schön. Wir machen das später, aber ich will dieses Interview, klar? Hä? Was? Ich wollte auch das Interview geben. Okay, komm. Das war das jetzt nicht gemeint. Bist du bereit für das Interview, Blue? Okay, Piper. Ich bin dabei. Gut. Zum Geschäft. Also, weißt du, kommst aus einem Vault. Wie würdest du deine Zeit beschreiben? Nun ja. Da waren nur ich und 1000 andere Versuchskaninchen. Sie wurden zu Fleischfressern. Okay, ich schätze, da muss wohl ein satirischer Ansatz her. Also, du hast das Commonwealth gesehen. Bitte. Wie verglichen mit deinem... Ich war es zu jagen, als es über Gedanken gemacht hätte. So schwer wie möglich. Hm? Na gut, wenn das deine Antwort ist. Jetzt die große Frage. Warum bist du nach Diamond City gekommen? Du suchst jemanden, nicht wahr? Wer ist es? Ich habe meine Familie verloren, klar. Ich versuche, sie wiederzufinden. Wie heißen sie, Blue? Wer sind sie? Mein Baby wurde entführt. Auf der Suche dem Vermissten. So rührend wie eh und je. Das Institut hat etwas damit zu tun? Ja, das ist gut möglich. Nicht mal ein Baby ist vor ihnen sicher. Und die Leute fragen sich, ob ich nicht einfach wegsehen kann. Im letzten Teil unseres Interviews möchte ich etwas anderes machen. Gib den Leuten aus Diamond City doch ein paar Worte mit auf den Weg. Die Gefahr durch Entführungen wird im Commonwealth ignoriert. Alle tun so, als würde das nicht passieren. Was würdest du jemandem sagen, der einen geliebten Menschen verloren hat und nun zu viel Angst hat oder zu gelähmt ist, um nach ihm zu suchen? Hat man jetzt mein Handy gehört? Ich mach das jetzt mal eben hier stumm. Wobei ich den, gerade vom Tobi von Last Life eine Nachricht bekommen habe. Viel Spaß beim Stream. Grüß mir deine Follower. Ich soll euch also grüßen. Und dann machen wir weiter und dann nach dem Interview mit der Piper gehe ich noch natürlich auf die Glückwünsche von euch an. Ihr habt mir jetzt 20.000 Abos gratuliert. Vielen Dank dafür. Da gehe ich gleich nochmal genauer drauf ein. Erstmal das Interview weitermachen. Gut, was soll man denn sagen? Jetzt können wir nicht wirklich so sarkastisch antworten. Ein Tag nach dem anderen Rache nehmen oder nicht die Hoffnung verlieren? Die Frage lassen wir mal außen vor. Was von den drei Sachen da unten soll ich wählen? Hallo? Jemand zu Hause? Die schönen Grüße zurück den Tobi aus. Gerne. Wird er sich freuen.
weiter, ich konnte dich nicht hören. Die war voll geil. Ich sehe schon ganz eindeutig, worauf das hinausläuft. Rache, ja. Ja, Rache. Finde die Verantwortlichen und lass sie dafür bezahlen. Ganz einfach. Ich würde Wut der Apathie jederzeit vorziehen. Gutes Zitat. Danke, Blue. Wir sind fertig. Weile dauern, das alles zusammenzupuzzeln, aber deine Geschichte wird den Leuten in Diamond City einiges geben, worüber sie reden können. Wie auch immer. Ich habe ja gesagt, dass ich mit dir komme. Auf dich aufpasse. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Ich bin gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Interessante Randnotiz. Piper nennt einen nur Blue, wenn du hier mit dem Volt-Anzug auftauchst. Wenn du das nicht machst, nennt sie dich nicht Blue. Was ich ziemlich cool finde. Generell agieren in der Spielwelt ja einige darauf, wie ihr angezogen seid. Also wenn ihr einen Volt-Anzug habt, kommen öfter mal so Leute und quatschen euch voll. Hey, schon ewig sowas nicht mehr gesehen und so. Sehr cool gemacht. Ist halt förderlich für die Immersion. Und ich würde sagen, wir nehmen die... Ach nee, das frage ich euch jetzt auch. Wir machen das heute sehr interaktiv. Sollen wir die Piper mitnehmen oder sollen wir den Dog mitnehmen? Und solange ihr das schreibt, ich muss ja auf die Zeitverzögerung bei Twitch warten. Erstmal nochmal danke an alle, die jetzt nochmal zugucken. Letzte Woche waren wir, glaube ich, um die Uhrzeit ein bisschen mehr. Ich denke auch, dass ich bei YouTube die Zuschauerschaft ein bisschen verlieren wird, weil es einfach so ist, die Erfahrung bei Let's Plays, dass so die ersten Teile mehr geguckt werden als dann die Mitte und dann das Ende wird wieder plötzlich mehr geguckt. Ist einfach normal so. Also betrachtet euch jetzt als Zuschauer, die jetzt dabei sind, als die absoluten Hardcore-Fans. Also ihr seid die Besten, vielen lieben Dank. Ob ihr es jetzt auf Twitch guckt oder auf YouTube, die Wiederholung, danke auf jeden Fall und auch vielen Dank für über 20.000 Abonnenten bei YouTube. Wir haben es vorhin geschafft, ich habe dann auch bei Facebook nochmal was dazu gepostet. Ein Gewinnspiel packe ich leider einfach finanziell aktuell nicht. Ich bin echt total ausgebrannt durch die ganzen Spiele, die rausgekommen sind. Ich habe mir noch ein Elite-Bongo, also voll ehrlich zu sein. Aber ja, auf jeden Fall bleibt jetzt nichts mehr über, was ich jetzt groß da verlosen könnte, kohletechnisch. Das machen wir dann vielleicht bei 5.000 Abos, dass wir das dann nachholen, das Ganze. Aber mir bedeutet das echt viel. Mein großes Ziel auf YouTube war es immer, 100.000 Abos irgendwann mal zu haben. Und jetzt haben wir ein Fünftel des Weges geschafft. Dann schauen wir mal, ob ich dieses Ziel irgendwann mal erreichen kann. Aber ich setze mir bei sowas halt einfach gerne Ziele. Am Anfang war mein Ziel 1.000 Abonnenten. Und da bin ich vollkommen ausgerastet, als ich 1.000 das erste Mal hatte. Jetzt 20.000 zu haben, ist einfach ein mega krasses Gefühl. Und von diesen 20.000 würde ich sagen, habe ich so 2.000 Stammzuschauer und dann halt die restlichen 18.000, die immer sporadisch mal reingucken, was ich so mache, ob sie was interessiert, da ich ja öfters auch mal das Spiel wechsle, was ich in den Fokus stelle. Jetzt sind wir bei Fallout angekommen und alle, die mich jetzt, denke ich, sind halt auch sehr stark interessiert an der Thematik. So, irgendwie verliere ich gerade den Überblick. Piper, Dogmeat. Dogmeat, Piper. Na, es sieht alles mehr nach Piper aus, so von der Auswertung her. Ich guck gerade mal. Ja, also wir nehmen Piper mit. Sprich lauter, ich konnte dich nicht hören. Klar. Sind halt ein bisschen lahmarschig unterwegs und die Piper ist schön ins Sofa reingeklitscht. Tut mir leid, Junge. Es ist Zeit für dich, nach Hause zu gehen. Wir drehen uns wie Michael Jackson, ab zur Red Rock Raststätte. Ey, ach, apropos, wir haben ja noch gar nicht Sanctuary, wie es aussieht. Hä, nee, warte mal, haben wir doch schon gemacht, oder nicht? Gut, wir haben jetzt nicht alles abgeschlossen bei Sanctuary, aber wir können den da noch nicht hinschicken. Was soll denn der Scheiß? Okay, dann gehen wir doch... Nee, wir waren anscheinend doch nicht bei Preston. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal zum Preston, weil wir wollen ja schon Sanctuary... Basis haben, würde ich sagen. X-Scores fragt, ob ich irgendwann mal Teso stream. Nee. Eher nicht so. Also Teso hat auch schon bessere Zeiten erlebt. War nicht so mein Fall. Leider Gottes, obwohl ich ja Elder Scrolls über alles liebe. So, wir stauben erstmal das Zeug von der Piper ab. Vielen Dank dafür, Piper. Kleid. Ich mal an.
Mein Albtraum, du findest, dass die Piper an die Reporterin von Benjamin Blümchen erinnert. Ich finde ja immer so ein bisschen, die erinnert so ein bisschen an Teenage. Die April O'Neil, um genau zu sein. Ja, warte mal, wir wollen erstmal das Kleid anziehen. Mal gucken. Putzen uns jetzt mal raus. Sauberes Jeanskleid. Ist halt bitter, ey. Ohne Scheiß, warum haben sie das gemacht? Die ganzen coolen Klamotten, da kann man dann keine Rüstung mehr anlegen. Es gibt nur ganz wenig Unterkleidungen. Ich will dir ja nicht vorschreiben, mit wem du befreundet bist. Aber mit Piper hat man nichts als Probleme. Oh, ist die Wand. Ja, die April hatte rote Haare, das stimmt schon. Aber ich mach's ja nicht von den Haaren abhängig, sondern von der Persönlichkeit, ja? Seid mal nicht so oberflächlich. So, ich weiß ja nicht. Apropos, shit, meinen Hauptcharakter spiele ich auf sehr schwer. Ich glaube, jetzt haben wir das hier auch eingestellt. Gar nicht gut. Eben, wir stellen das mal runter, wieder auf normal. Also am Spielanfang ist sehr schwer doch ein bisschen heftig. Jetzt sind wir mit dem Kleid unterwegs, das hat schon irgendwie was. Aber wir haben halt überhaupt keine... Was bringt das Kleid? Oh mein Gott, zwei Charisma. Okay, Charisma bekommen. Wir haben gesagt, wir machen wenig Intelligenz. Da dürfen wir nicht kommen. Nee, komm, wir gehen jetzt erstmal wieder mit einer vernünftigen Ausrüstung dann ab nach Sanctuary und dann machen wir die Hauptquest weiter. Aber ich freue mich schon, wenn Mods kommen, hier das Inventar ein bisschen entschlacken und vereinfachen die Führung. Das ist echt teilweise schlimm, ja. So, jetzt sind wir wieder, glaube ich, so ausgerüstet, wie wir es vorher waren, oder? Ah, passt. So, wir speichern sicherheitshalber mal. Wie gesagt, Quicksave habe ich deaktiviert. Und jetzt geht's ab nach Sanctuary zum Preston. Dass wir die Bay schon mal haben. Grüß dich, Shingami Dono. Dampfermaschine Reloaded fragt erstmal, schön, dass du dabei bist. Hast du jetzt eigentlich schon eine PS4? Nee, habe ich noch nicht und ich warte auch noch. Also wir hatten jetzt gerade ein ganz geiles Angebot bei uns im Mediamarkt. Da gab es die für 333 Euro mit 1 Terabyte und Star Wars Battlefront eigentlich unschlagbar. Ich habe trotzdem drauf verzichtet, weil ich gerade chronisch pleite bin. Und ich einfach noch abwarten, was Nintendo nächstes Jahr macht. Ob dann die NX vielleicht schon rauskommt und ob die mich vielleicht ein bisschen mehr anspricht. Ich habe ja auch Nintendo 3DS und bin da ziemlich begeistert, einfach von Nintendo-Exklusivtiteln und schauen wir mal, was Nintendo so macht, hey, wie gesagt. Schön, dich wiederzusehen. Ich hatte gehofft, dass du vorbeikommst. Ich hätte gleich auf Mama Murphy hören sollen. Sie hat uns ein recht nettes gefunden. Ich glaube, wir könnten uns hier niederlassen, es zu einem Ort machen, der den Namen verdient hat. Ich weiß nicht. Ist irgendwie seltsam, wieder hier zu sein. Was meinst du damit? Hast du hier mal gelebt, oder was? Kurz die Frage von Heldhol. Wie heißt die eine Bekleiderin in der Arena? Würde die nicht besser zur Wilden Hilde passen? Ja, die Kate. Die passt auf jeden Fall zu uns. Die holen wir uns auf jeden Fall mal ab. Weil die Piper wird uns eh übelst hassen, weil wir ja mehr so ein bisschen draufgängerisch unterwegs sind. Und die ist ja total die Moraltante. Also von daher, die wären wir noch los, die Piper. Ich weiß nicht, was ich sagen will. Ich weiß nicht mehr, was wahr ist und was nicht. Hey, schon okay. Ich wollte nicht in alten Wunden stochern. Wir haben alle unsere Vergangenheit, mit der wir zu kämpfen haben. Da ist nichts Schlimmes dran. Naja, ich bin froh, dass du hier bist. Äh,
Und ich möchte dich um noch einen Gefallen Ich dachte, wir hängen in der Konversation ich hoffe, fest. Das ist Gut. okay. Ich habe Nachricht von einer Siedlung erhalten, die Hilfe braucht. Sie hoffen, dass die Minutemen noch irgendwo da draußen sind. Die einzige Möglichkeit, die Minutemen wieder aufzubauen, ist, den Leuten zu zeigen, dass sie sich auf uns verlassen können, wenn sie uns brauchen. Das Problem ist nur, dass ich zu viel zu tun habe. Meinst du, du könntest der Siedlung helfen? Das beantworten wir eine Frage aus der Community. Ich will heute sehr viel beantworten und euch auch mehr mitreden lassen, weil ich habe mich danach mit Kumpels unterhalten, die den auch geguckt hatten. Und die hat mich aufgefordert, auch in dem Fall noch mal ein bisschen interaktiver zu werden. Das war in dem ersten Teil noch nicht so. Deswegen will ich euch mehr mitentscheiden lassen in den Konversationen, was ihr bisher schon gesehen habt, und auch mehr Fragen beantworten. Ich glaube nicht, dass wir schon fertig waren. Der F4 hat er gefragt, ob es irgendwo einen Fundort für eine gute Rüstung gibt. Kommt ein Guide von mir raus. Ich zeige euch, wie ihr die stärkste Power-Rüstung im Spiel findet. Falls du eine normale Rüstung meinst, da ob ich da noch, muss ich mal gucken, ob ich da noch einen vernünftigen Fundort für eine gute Rüstung gleich von Anfang finde. Da die stärkste Power-Rüstung werde ich auf jeden Fall machen. Egal aus. Wir sind natürlich erstmal wieder sarkastisch, weil ihr schreibt es ja auch gerade alle wieder. Oh, super. Ich habe mir schon immer gewünscht, ein paar hilflose Dorfbewohner zu retten. Die Leute sind nicht hilflos. Sie brauchen eben nur manchmal jemanden, der ihnen etwas Yay. In die Arme greift. Und, genau und der, darum geht das dreifache XP-Ding hackt die Wirkung im Level ab. Und falls du hier irgendwie aushelfen, ich mit Sturgis. Boah, hat sich das jede Unterstützung danke. Dreifach XP für den Questabschluss, weil wir so low Intelligence haben. Und noch Level Up! Ja. Wow. Schaut euch das an. Was passiert denn? Das hört gar nicht mehr auf. Was ist denn da los? Ey. Alter. What? Was? Wir sind Level 7? Wir haben zwei Level Ups gemacht. Ich glaube, ich bin... Ohne Scheiß. Ich habe noch nie so schnell in dem Spiel gelevelt, wenn man Glück so viel hat und so wenig Intelligenz und das Perk, weil beim letzten Mal nicht dabei war, wir haben Inselbegabung. Du hältst jetzt zufällig fünffache EP für erfolgreich abgeschlossene Aktionen. Je niedriger deine Intelligenz, desto höher die Chance. Jetzt fünffach, nicht dreifach sogar. Jetzt haben wir fünfmal die XP für den Questabschluss bekommen. Holy fuck. Ab Level 11 können wir das nächste wählen. Das machen wir auf jeden Fall. Halt, die dreifache EP waren es. Okay, Stufe 2 ist fünffach. Der Hammer. Absolute Ober. So. Gut. Wir können schon mal von erster Liga das zweite... Oder, was wir jetzt machen, wir machen... Waffen noch... Und noch mehr erste Liga, dass man noch mal mehr Damage mit Nahkampf. Oder wartet mal kurz, hatten wir. Gut, wir hatten schon ein paar spaßige Perks. Mysteriöse. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Mysteriöser Fremder. Absoluter Klassiker. Gibt es noch was Lustiges, was wir wählen können? Egal, wir gehen es erstmal konservativ vor für Nahkampfbild. Wir machen erste Liga, Stufe 2. Jetzt haben wir nämlich noch die Chance, den Gegner zu entwaffnen beim Nahkampf. Und das nächste Perk können wir hier erst auf Stufe 15 wählen. Kloppy Master fragt, ob ich wieder was mit Minecraft-Stuff plane. Ich hatte jetzt ihn ein paar Mal angeschrieben gehabt, hatte nichts mehr von ihm gehört. Heute hat er sich wieder gemeldet. Der ist ein bisschen krank und wenn er wieder fitter ist, nehmen wir auf jeden Fall wieder was auf. Also es wird auf jeden Fall auf seinem, also auch auf meinem Kanal wieder... Duels geben, aber jetzt lass den Kerl erstmal wieder gesund werden. So, jetzt glaube ich, müssen wir erstmal für die ganzen Dorfbewohner... Ja, genau. Warte mal. Sprich mit Sturgis. Das ist jetzt hier im Kaff. Das machen wir jetzt mal eben. Das muss doch... Es kann nicht mit den Toten sprechen, Kind. Haben wir schon Betten? Nee. Das dritte Auge hat Grenzen. Es tut mir leid. Ach so. Sicherheitshalber nochmal speichern. Ich dachte, unsere Galle 5 ist weg. Dreifache XP. Bist du bereit für etwas Arbeit? Ich liebe Arbeit. Könnte ich mir den ganzen Tag ansehen. Für den Anfang könnten wir mal wieder Betten gebrauchen. Schlafen schon viel zu lange auf dem Boden.
Sehe ich für dich wie ein Schreiner aus? Ich weiß nicht, wonach du aussiehst. Du meintest, du willst helfen. Betten bauen ist das, wobei wir brauchen. Klar, ich helfe gern. Okay, abgemacht. Sorg nur dafür, dass wir zum Schlafen ein Dach über dem Kopf haben. Ein paar der alten Häuser sehen noch solide aus. Eins davon sollte gehen. Drüben ist eine Werkbank, die du nutzen kannst. Sag Bescheid, wenn du was brauchst. Also, weil Dampfermaschine Reloaded fragt, wann schätzt ihr, kommt Test 6? Ich werde dazu ein Video machen, wo ich verraten werde, Fallout-Ableger als auch das neue Elder Scrolls kommt. Einfach durch meine Erfahrungen, die ich so mit Bethesda hatte. Ich habe ja monatsgenau, hatte ich sogar taggenau geschätzt. Ich glaube, monatsgenau den Release von Fallout 4 geschätzt. War in einem Video mit dem Henry Ernst damals, wo ich das gesagt hatte. Dasselbe werde ich tun für den nächsten Fallout-Ableger. Ich meine nicht Fallout 5. Ich bin mir nämlich sicher, dass Obsidian Entertainment bereits an einem Ableger auf Basis der Engine von Fallout 4 werkelt, während Bethesda jetzt ein Jahr DLC-Support macht. Die Hälfte des Teams wird abgestellt für Elder Scrolls 6, aber genau im Detail werden wir dann nochmal im speziellen Video drauf eingehen. In den nächsten 3 Jahren dürft ihr aber auf keinen Fall mit einem neuen Elder Scrolls rechnen, denn das braucht seine Zeit. Und um ehrlich zu sein, sollten sie die Creation Engine auch mal einstampfen, auf der jetzt auch Fallout läuft. Und vielleicht eine neue Engine einfach mal entwickeln. Denn diese Engine hier sorgt einfach für zahlreiche Bugs und optisch halt auch nicht mehr geht, weil ich Fallout einer der wenigen, glaube ich, bin, der es eigentlich ganz hübsch findet. Gerade jetzt die Skybox. So. Mal ein paar Betten. So, jetzt schon stehen. Kannst du die Qualität runterstellen? Dann weniger. Wir sehen es jetzt erstmal nochmal so, was viele auf YouTube gewollt hatten, die nämlich rumgemeckert hatten, hier die wäre so schlecht, weil es da ja nur in 360p hochgeladen war. Ich denke jetzt mal so auf 480p Level. Und nächstes Mal entscheiden wir dann nochmal neu. Ihr könnt dann wieder unter dem YouTube Re-Upload von dem Stream entscheiden, ob ich die Quali im nächsten Video wieder runterstelle. Ich will den Stream jetzt einfach mal so durchziehen und werde mir das im Nachgang auch nochmal angucken, wie oft das ganze Ding so geleckt hat und ja, wie brauchbar das Ganze einfach war. Aber im Zweifelsfall, wie gesagt, wäre ich dann auch wieder dafür, Quali runterstellen im nächsten Stream und dafür leckfrei. Alter, das gibt's doch nicht jetzt. Wie viele Betten sollte ich jetzt eigentlich bauen? Reichen 6 Stück? Ja, reichen. Verpennen wir mal eben wegen dem XP-Bonus. Gefällt mir. Einen richtigen Platz zum Schlafen zu haben, wird die Stimmung bei allen verbessern. Was wir jetzt brauchen, ist eine verlässliche Quelle für sauberes Wasser. Ich bin dran. Sauberes Wasser kommt sofort. Super, vielen Dank. So, Wasser. Goddammit, mir fehlt Beton. Okay, wir müssen ein paar Sachen abreißen. So, noch ein paar Bruchsteine haben wir da hinten. Perfekt. Da gibt es nämlich auch schön Beton. Ey, und das Allerwichtigste, ohne Scheiß. Die Kackhundehütten abreißen, wenn wir nicht einen Dogmeat nachher hierher holen. Gammelt er sonst immer in irgendeiner beknackten Hundehütte rum. Okay, das Gute ist, im Stream sagen viele, dass es doch nicht leckt, dass es das Problem scheint nicht bei allen zu sein. Also bei manche schreiben, es gibt ab und zu mal Probleme. Und da es auch bei einigen gar keine Leckprobleme größtenteils gibt, scheint das Problem dann eher an eurer Leitung zu liegen. Aber
ist, gucke ich mir das auch nochmal an. Also nicht ganz, ich gucke mir bestimmt nicht meinen eigenen Stream nochmal ganz an. Wo kommen wir denn da hin? Aber ich schaue mir Parts davon an und beurteile es dann nochmal. Dann könnt ihr unter die Kommentare vom YouTube-Upload einfach nochmal schreiben, wie es so war. So, Wasser. Jetzt haben wir genug Beton. Wasser klatschen wir einfach mal hier hin. So, war das genug? Jo. Hallo. Rede mit mir. Eine verlässliche Quelle für sauberes Wasser zu haben. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich dich nochmal um Hilfe bitte. Unsere Lebensmittelvorräte werden langsam knapp. Wenn wir uns hier niederlassen, müssen wir was anbauen. Ich fange gleich mit dem Anpflanzen an. Klingt gut. Pflanzen werden wir jetzt, glaube ich, wieder nicht genug haben, wenn mich nicht alles täuscht. Ach, da die Holzsoße, der Junglong, ey, es ist echt der ultimative Debris-Typ. Hilfe! Geholfen hast. Hätten wir dich doch nur eher getroffen. Ihr hattet Glück. Aber ich glaube, euer Glück lässt nach. Meinst du das? Erstmal hallo, Hunter. Schön, dass du es geschafft hast. Wir sind so gut wie am Ende. Wir sind durch die Hölle gegangen. Sohn ist... ist... Du warst... Du hattest die Aufgabe, ihn zu beschützen. Du hast versagt. Wag es nicht, über mich zu urteilen. Du weißt nicht, was passiert ist. Ich habe getan, was ich konnte. Aber diese Raider... Ich hoffe, sie leiden für ihre Taten. So, weil ich es gerade vom Dampfermaschine Reloaded lese, dass du dir eine Xbox One holst. Sehr coole Sache. Kannst mich dann auch gerne adden. Ich bin auf der Xbox sehr einfach zu finden. Gear-Hades. So, jetzt haben wir hier elendig viel Quests. Okay, mit den Lebensmitteln, warte mal, da waren ja schon ein paar. Die ernten wir mal eben. Du kannst helfen oder verschwinden. Ach, ja, ja, jetzt. Scheint wirklich was zu werden. So. Ja, für mich, ich mache ja schon. Ich mache ja schon hier Nahrung. Oh, ich hab Mais. Geil. So, zack. Wir hatten wieder vor. Lieb ist einfach. Also Low Intelligence Build ist einfach schon mal awesome. Gefällt mir richtig gut. Der Glücksfaktor. Und schon wieder. Also ich sag euch eins, sobald wir den Intelligenz Vault Boy finden, nur, wir werden sie nicht aufheben. Mit gar keinen Umständen. Es versaut uns ja unser Glück. Ey, das gibt's doch nicht. Jetzt, na, da ist zu mittig. Alter, friemelig. Okay. Essen 3, okay, wir müssen noch einen zuweisen. Brauchen wir irgendeinen Siedler. So. Ey, das ist die Händlerin. Depri-Typ, der junge Lo, der soll auch mal was tun. Ist er hin? Alter, wo ist denn der? Da ist er. So, den befehligen wir jetzt, dass er ein bisschen Essen für uns anbaut. So, Ressource ist zugewiesen. Wir haben immer noch was? Wir haben immer noch Essen 3? What the fuck? Wir brauchen noch mehr. Okay, egal. Das machen wir später. Wenn hier das Essen nachgewachsen ist, können wir es aufsammeln und noch mehr von dem Scheiß anbauen. Warte mal, der Baum ist im Weg. So. Aber noch ein bisschen mit den Bewohnern. Dann machen wir uns langsam auf die Suche nach dem Nick. Was auch immer du hast. Frische Nahrung wäre echt eine schöne Abwechslung für uns. Lass uns ein paar Sachen tauschen. Das will ich doch gar nicht. Daran, jemanden die Pflege der Pflanzen zu übertragen. Jemand muss sich um sie kümmern, wenn wir was ernten wollen. Sanctuary.
Ich wusste, dass du hierher zu uns kommen würdest, Kind. Deine Energie ist an diesen Ort hier gebunden. Du hast so wunderschöne Gesichtstexturen. Unglaublich. So, wir sind wie immer sarkastisch. Ich weiß, ihr wollt, dass ich sarkastisch bin. Sind wir. Aber meiner Energie ist. Gut so. Lachen ist die beste Medizin. Denn das hier ist nicht deine Welt, nicht wahr? Ich hab dich aus diesem Kühlschrank steigen sehen. Das dritte Auge kann dir helfen, Kind. Bitte was? Aus dem Kühlschrank? Jet bringen, damit ich sehen kann, was es dir sagen will. Okay, ihr entscheidet. Sollen wir sie überzeugen, dass sie aufhören soll mit den Camps, also mit Drogen, oder sollen wir sie unterstützen? Ich warte, bis die Leckverzögerung vorbei ist. Und weil der Keeping Simple gerade schreibt, Indiana Jones Referenz, kein Scheiß, es gibt eine Quest in dem Spiel, die nennt sich Der Junge im Kühlschrank oder so. Die habe ich gemacht, ultra geil. Ein Junge, der 200 Jahre lang in dem Kühlschrank gelebt hat. Ist relativ im Süden von Boston, wer die Quest sucht. Gibt der Alte die Drogen? Schluss mit den Drogen. Bis jetzt ist so on par die Meinungen für unterstützen, als auch nicht. Okay, jetzt kippt's langsam Richtung, ich soll ihr Drogen geben. Okay, dann geben wir ihr mal ein bisschen Chat. Hier, hab schon welches. Gönnst dir ab und zu wohl selbst mal einen Kick, was? Das wird reichen. Und jetzt führt mich mein Rausch dorthin, wo das dritte Auge mich braucht. Du suchst nach einem Mann. Er kann dir helfen. Aber er wird nicht der Mann sein, den du erwartest. Er ist an einem tiefen und finsteren Ort, umgeben von Menschen mit grausamen Absichten. Aber es gibt ein Echo, etwas in der Vergangenheit, das dir helfen kann. Wenn du den fetten Mann und die wütende Frau triffst, sag ihnen... Was? Steinbruch und Lily June on the Rocks. Dann lassen sie dich und deinen Freund passieren. Den fetten Mann so, und die alte Frau. Das war anstrengender als sonst. Ich muss mich jetzt ausruhen, Kind. Weil es gerade schreibt auch noch der Giernick, soll mal ein paar Grasplantagen anbauen. Es gibt eine Siedlung, die ist auf, war wohl früher so eine Grasplantage und da fliegt ein Bot rum, ähnlich wie der Codsworth. Wir lagern erst mal so einen Schrott ein. Und die ist ziemlich geil, weil der Bot immer rumfliegt. Groovy und so ein Scheiß und halt voll der Hippie-Bot ist. Obergeil. Vielleicht finden wir in dem Play. Weiß nämlich nicht mehr genau, wo die war. Aber ist auf jeden Fall eine Siedlung, wo man auch hinbauen kann. So, jetzt das mit Lebensmitteln, wie gesagt, machen wir später weiter, wenn wir ein bisschen mehr gesammelt haben. Und jetzt machen wir weiter mit Simon Valentine. Sicherheitshalber nochmal pennen, wegen dem XP, dass der nochmal aufgefrischt wird. Ja, jetzt wollen sie gleich wieder alle wissen, wo die Siedlung ist. einfach die Minuteman-Quest machen, öfters mal mit Preston Garvey reden, der gibt euch ja dann der Reihe nach so die Quest zur Befreiung der Siedlungen. Und dann kriegt er auch diese Siedlungen. Noch eine Quest offen, nee, 18 Siedlungen habe ich inzwischen. Also es gibt wirklich einen Arsch voll an Siedlungen. Ich glaube, dahin schnell reisen können wir doch noch gar nicht, oder? Da waren wir doch noch nicht, oder? Was? Warum können wir dahin schnell reisen? Waren wir schon bei der Park Street Station? What? Ich raff's nicht. Ich sag euch, der Stream hier war fast in Gefahr. Also ich hatte am Mittwoch wirklich mal ein bisher schlimmstes Erlebnis mit Fallout 4.
wo ich dachte, ich kann es echt nicht weiterspielen, dass ich einen Game-Breaking-Bug habe, aber ich konnte ihn Gott sei Dank lösen. Ich erzähle euch da mal ein bisschen mehr dann am Sonntag. Im dritten Testtagebuch, im letzten Testtagebuch, ich denke, danach sind wir dann ready für den Test. Also dann werde ich trotzdem noch so ein, zwei Wochen brauchen, bis ich fertig habe, bis ich halt die Main-Story durch habe. So, Schwert ist bereit. Sobald wir da drin sind, werde ich aber nochmal sichern. Das dürfen wir nicht vergessen, weil sonst müssen wir echt sau viel wieder spielen, da ich ja das Autosave deaktiviert habe. Einer schreibt gerade im Chat, alles und mehr in der nächsten DBZ-Folge. So, das helfen wir nochmal. Der Nick schreibt gerade, aber ohne Scheiß, Respekt an Bethesda. Die Siedlung aufzubauen macht einen Heidenspaß und interessante Begleiter gibt es ja auch noch. In Skyrim richtig... Was? Im Skyrim richtig die Schnecke? Die Lydia? Hochinteressant? Was? Gunplay auch einmal. Ich stimme mir bei allem zu, aber ich raff nicht, was du mit der Lydia sagen willst. In Skyrim fand ich die Charaktere allesamt lahm, muss ich sagen, obwohl ich Skyrim geliebt habe. Aber hier sind die Charaktere echt. Lieblingscharakter, jetzt einfach mal nur die Namen, ohne weiter große Spoiler. Andererseits der Nick und der Deacon. Und die Piper finde ich auch noch ganz cool. Okay, da können wir jetzt. Warte mal kurz, kommt mal da irgendwas ausschalten? Achso. Nee, passt schon. Okay, wir haben 16 Haarklammern, dann sollte das kein Thema sein. Wie? Man muss einfach gar nichts machen, einfach nur stehen. Genau in der Mitte. Oh, Superkleber, Superkleber. Beste, was man finden kann im Spiel. Bester Loot ever. Weil die ganzen Waffenmods. Ey, scheiße, was wir vergessen haben. Wir haben hier extra können. Müssen wir nachher gleich mal gucken. Sauberes, cremefarbenes Kleid. Also immer mit. Das sind Lady, ja. Und Klebeband, das wird ja immer besser. Kein Vorkriegsgeld. Enttäuschend. Bourbon nehmen wir auch mit. Man weiß ja nie, wann man den mal braucht. Anzüge haben wir ja schon mal getestet im anderen, im letzten Teil, dass Anzüge uns nicht so stehen. Ey, wartet mal. Ich glaube, die Pistole ist besser als unsere bisher. Ne, scheint dieselbe zu sein. Hm. Niklas meint, billiger Wunderkleber oder wie heißt es besser? Ja, da gibt es ein bisschen mehr Kleber, glaube ich. Oh fuck, unser Schleichskill ist, glaube ich, nicht so gut. Aber wir probieren uns mal anzuschleichen. Ach du Scheiße, es sind so viel. Quick Save. Und Nick meint gerade auch, dass Nick Valentine. Der Nick meint, dass Nick sein Favorit ist, quasi. Also der Nick im Chat meint, dass Valentine auch sein Favorit ist. Fuck! Entdeckt! Huhuhuhu. Das läuft doch hier wie geschmiert. Soll allen noch ein Bier machen? Lebt ihr noch? Da suppt es. Fuck, haben wir keins im Moment. Ach, Gott sei Dank. So, und wir legen uns mal sicherheitshalber noch aufbereitetes Wasser auch noch hier hin. Yep, schlucken mal kurz aufbereitetes Wasser.
Er hat doch gerade noch einen Gegner. Wo sind sie denn hin noch da? Da war das Bein ab. Okay, Nahkampfbild macht auf jeden Fall schon mal Bock. Oh fuck, ey, wir haben kaum wieder Lebensenergie. Ist ja unglaublich. Achso, der ist schon tot. Brauchen keinen. Nichts mehr. Puh, wir schlucken lieber noch mal ein bisschen Wasser. So, ein bisschen ballern muss sein. War denn der, ich glaube, wir haben so wenig Wahrnehmung, deswegen sehen wir die unten gar nicht auf dem Radar. Verreck du doch. Entdeckt. Eine schlechte Trefferchance. Übrigens auch mit einem kritischen Treffer. Läuft. Brauchen wir noch, bis wir überladen sind. Mal kurz gucken. Ja, geht noch, weil wir ziemlich viel Stärke, von daher läuft das ganz gut. So ein Bett wäre ganz geil, damit wir hier mal ein bisschen Lebensenergie wieder bekommen können, ohne Stimpacks zu verschwenden. Und die Gegner haben auch wieder keine Stimpacks gehabt. So, nochmal schnell speichern und dann machen wir das Ding mal hier auf. Ab in die nächste Vault. Kann er sagen, die Lichteffekte sind einfach toll. Nochmal. Ich hasse es, wenn sie die Tür aufmachen. Warum ist das Ding nur so laut? Hallo? Bist du das, Skinny? Da, was? Gehen wir mal kurz zur Muskete, wollte ich schon sagen, Muskete. Hey, verschwunden? Das glaub ich kaum. Na komm, guck raus. Ja, super. Ah, nee, komm, noch eine 10 mm brauchen wir echt nicht. Ich sehe gerade, Stupid Pro TV meint, Jan, bitte antworte auf die Nachricht von Abi Deiler. Moment. Oh, Gegner? Nee. Pausieren wir mal kurz, ich suche gerade mal die Nachricht. Kannst du. Ah ja, hier haben wir's. Kannst du nicht einstellen, dass jeder selbst auswählt, in welcher Qualität er deinen Stream lädt? Vielleicht wäre das ja was fürs nächste Mal. Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich das einstellen kann, zumindest nicht auf der Xbox-App, ob das einstellbar ist. Werde ich beim nächsten Mal gucken, dass ich mich im Vorhinein mal schlau mache, ob das auf der Xbox-App irgendwie möglich ist.
Wenn nicht, muss ich halt mal wieder über meinen Rechner streamen. Hast du zu viel? Über mein Game Capture Gerät. Ist für mich halt ein bisschen einfacher, über die Xbox einfach zu streamen. Ja, Einstellmöglichkeit. Fall. Kann auf das Headset reden und muss nicht extra ein Mikro anstöpseln. Oh, Nahkampfteil. Sehr gut, ein Base-Träger aus. Komm, der Billard-Kür geht mir auf den Sack, weg damit. Hast du das nicht? 42 Schaden, langsamer Angriff. Siehst du, der ist an. Das ist Offizierschwert halt besser, weil er hat mittlere Geschwindigkeit, 42 Damage, aber. Knüppeln wir mal einen um. Simple Minecraft. Das haben wir uns beim letzten Mal ja gekauft extra. Oh, was. Gut, aufbereitetes Wasser. Also, meine Frage. Warum zum Teufel würde jemand einen Vault in eine U-Bahn-Station bauen? Der Ort hier ist das Gegenteil. Wir müssen alle Leichen skillen, dass wir nicht so einfach entdeckt werden. Vor dem Krieg haben wir ständig solche krummen Dinge abgezogen. Wir probieren uns jetzt mal hier ranzuschleichen. Na, es wird nix. Auf in den Kampf. Okay, Baseballschläger. Läuft. Gehen wir trotzdem mal wieder aufs Schwert. Aber das Schwert hat auf jeden Fall, der Schläger hat auf jeden Fall den Test bestanden. Kann auch mal in die externe Ansicht gehen. Bisschen näher ranzoomen. Das war der raus. So. Frau Kotsch meint, ob ich mit der Hilde klitsche. Eigentlich bisher. Wurscht, ob wir klitschen oder nicht. Würde halt ein bisschen so das Charakterbild zerstören. Oh, fuck. Fuck. Okay, wieder eine Ego-Perspektive. Stimpak. Und das war's. Aber wir haben, glaube ich, kurz vorher gespeichert. Computer fragt, ob ich mir vom Spawn die Powerfist hole. Auf jeden Fall. Die holen wir uns auf jeden Fall. Da müssen wir noch ein bisschen mehr aufleveln, bis wir Spawn platt machen können. Wer nicht weiß, wovon wir reden, Sworn ist ein Bossgegner, den man treffen kann. Und der hat eine legendäre Powerfaust, die ultra abgeht. So, wir machen jetzt ein gemütlicheres Herangehen. Nahkampfwaffen, weil da vorne kommen wir irgendwie mit Nahkampfwaffen nicht wirklich weiter. Also, meine Frage. Warum zum Teufel würde jemand einen Vault in eine U-Bahn-Station bauen? Der Ort hier ist doch. Was ist denn das für ein scheiß Visier eigentlich? Schau mal, das vorne ist abgebrochen vom Visier. Was für ein Kack. Vor dem Krieg haben wir ständig. Was soll man denn damit treffen? Doch. Hey, wir müssen auf jeden Fall nachher mal Waffen nochmal craften. Damit bin ich ja noch nicht einverstanden. Jetzt nehmen wir erstmal die Lasermuskete, die macht doch nochmal ein bisschen mehr her. Schaut mal, die hören uns hier schon. Ohne Scheiß, wir müssen unbedingt was machen, damit wir schwerer zu entdecken sind. Den Schleichperk ein bisschen skillen. Noch entdecken sie mich nicht, aber Piper. Jawohl, da mal. Dann zeig mal, was du drauf hast, Pünktchen. Daneben.
gibt's ja nicht. Wo habe ich denn... Hä? Ach, da. Nur in Ruhe looten, jetzt lass mich doch mal. Sehr gut, wir finden die ganze Zeit Essen wie Karotten und Mais. Das ist perfekt, da kann man einfach gleich in der Siedlung den ganzen Scheiß anbauen. Ich hoffe, wir kommen jetzt hier direkt in Nahkampf. Ja, komm, wir. Attacke! Klebeband, yay! Klebeband machen. So, hier wird angestoßen im Chat. Ja, das sag ich doch auch mal. Prost. Cheers. So, das erste Stündle ist gleich rum, aber wir haben ja noch eine ganze Go. Sehr gut, Wasser, ey, ohne Scheiß, irgendwie finde ich, wie sehr abgeht. Valentine, hast du Hunger? Willst du zu essen? Aber nur weil Fleisch klar. Ja, da oben hören wir schon den Nick Valentine. Das gibt's doch nicht, hallo? Tatsächlich? Ich habe gesehen, wie er deinen Namen in sein schwarzes Buch geschrieben hat. Jawohl, jetzt treffen wir. Der hat uns noch nicht mal entdeckt. Perfekt, komm, guck raus. Ah, fuck, diese Scheißvisier, ja. Mal kaum mit Ziel. So, spüre unser Schwert. Ja, es wäre mir entwaffnet. Alter. Na komm, na komm. Na komm nochmal. Komm. Ach, Piper. Ist ja doch zu was gut. Hey, Judah. Ich weiß nicht, wer du bist. Aber wir haben 3 Minuten, bevor die merken, dass der dämliche Muskelberg nicht wieder zurückkommt. Mach die Tür da auf. Geht klar, Nick. Ohne Scheiß, Killclawer, gab einen Assist. Was? Was? Ihre Nummer ist 999, bitte warten Sie, bis Ihre Nummer aufgerufen wird. Der Aufseher wird sich dann um Sie kümmern. Wir wünschen Ihnen noch einen guten Tag. Okay, jetzt haben wir ja schon die Überbrückung eingeleitet. So. Da ist ein Pip-Boy. Voltboy. Sprachwackelpuppe, okay, die können wir nehmen. Ja. Alle Händler haben dauerhaft 100 Kronkorken mehr zum Handeln. Ist echt schlimm heute mit meinen Versprechern. Aber die Frage ist doch, warum riskiert unsere Heldin so viel für Detektiv? Sau viel Holobänder, die wir noch aufheben müssen. Aber erstmal ein bisschen mit dem Nick plaudern. Du musst jemanden für mich finden. Aber es ist komplett. Ich war die Person sein könnte. Oder wie lange sie schon verschwunden ist. Na, ich bin es gewohnt, im Trüben zu fischen. So etwas wie einfache Fälle in meiner Welt. Ich bin seit ein paar Wochen im Bau. Hat sich herausgestellt, dass die vermisste Tochter, die ich suchte, gar nicht entführt wurde. Sie ist Skinny Malones neue Flamme. Und sie ist ein fieses Miststück.
Aber egal. Du hast ein Problem und ich helfe gerne. Aber nicht jetzt. Wir müssen hier raus. Dann reden wir. Okay. Dann bringen wir Nick mal hier raus. Wir sollten auf jeden Fall noch irgendwas anwerfen. So ein bisschen mehr Gesundheit haben. So, jetzt die ganzen Holobänder noch mitnehmen. Dies ist Vault-Tec Interview 3 für die Position des Aufsehers von Vault 114. Bewerber ist Benjamin Beasley. Mr. Beasley, wie würden Sie als Aufseher von Vault 114 einen Streit zwischen zwei Vault-Bewohnern schlichten? Naja, ich würde das Ganze an die entsprechenden Stellen weiterleiten. Vorausgesetzt natürlich, dass keins der Anliegen das Gesetz verstößt. Außerdem müssen sich natürlich alle anderen des Bewohnerrats, den ich einführen werde, mit der Angelegenheit beschäftigt haben. Vault-Bewohnerrat, sagen Sie? Ja, natürlich. Leute brauchen eine Regierung. Sie sehnen sich nach. Ich glaube, es ist die Bürgerpflicht eines jeden anständigen Amerikaners zu... Ja, ich glaube, wir haben genug gehört. Vielen Dank für Ihre Zeit. Oh, so schnell? Nun, ich hoffe, ich werde bald von Ihnen hören. Ja, das werden Sie sicher. Bitte vergessen Sie nicht, vor dem Gehen unsere Verschwiegenheitsverpflichtung auszufüllen und zu unterschreiben. Mich mal die Bewerbungsgespräche für die Aufsehen an. Gesprächsbände anhören, Bewerbungsgespräche oder also links, ihr entscheidet im Chat. Und weil ihr gerade geschrieben hattet, Moment mal, Hyperion hatte irgendwas Interessantes geschrieben, ich suche mir das gerade nochmal raus. Am Kühlschrank im eigenen Haus ist ein Kalender mit einer Telefonnummer von Vault-Tec drauf. Wenn man dort im amerikanischen Netz anruft, kommt ein Band mit einer ähnlichen Ansage, dass nur noch 999 Leute vor einem sind oder so ähnlich. Beziehungsweise, als ich das erste Mal gezogen hatte, erstmal danke für diese Nachricht, Hyperion, sehr interessant auf jeden Fall. Stand da ja noch 998 und es hat tatsächlich dann nochmal mitgezählt. Beim zweiten Mal, als wir gezogen haben, waren wir 990 in der Warteschlange. Und dann hatte der Keeping Simple noch geschrieben, Jan, wirst du den mysteriösen Begleiter nehmen? Du hast beim letzten Mal, glaube ich, nicht zugeschaut. Oh, wir haben ja noch das Level up. Sehr schön. Den haben wir schon. Du meinst den mysteriösen Fremden. Den haben wir schon. Der taucht dann ab und zu im WTS auf. Ich glaube, beim ersten Stream ist er auch tatsächlich schon mal aufgetaucht. Müssen wir echt mal wieder öfters rein. Von den Skills her, glaube ich, jetzt mal auf Schleichen. Ja, ich würde sagen, gehen wir auf Schleichen, damit wir nicht ganz so schnell entdeckt werden. Koyuta fragt, wo ich das Schwert hatte. Im ersten Stream, den wir gemacht hatten, hatte ich mir den gekauft, einfach beim Händler in Diamond City, bei dem Waffenhändler, bei diesem Mexikaner-Typen. So, jetzt nochmal kurz die Frage an euch. Sollen wir uns die Bänder noch kurz anhören? Also wir hören auf jeden Fall noch ein Band, das letzte Band entscheidet ihr dann, weil dann mache ich mal kurz so lange eine Pinkelpause und hole mir noch was zu trinken und ihr hört euch so lange das Band an. Bis gleich. Dies ist Vault-Tec Interview 20. Position Aufsehers von Vault 14. Bewerberin ist Kimberly Weiss. Hallo, Mrs. Weiss. Wie geht es Ihnen? Und darf ich kurz anmerken, was für eine große Ehre es ist, dass Sie mich überhaupt für die Position eines Aufsehers in Betracht ziehen? Seit ich als kleines Mädchen Regierung gespielt habe, träume ich davon, eines Tages die Gelegenheit zu bekommen, eine Gemeinschaft zu wahrer Gemeinschaft zu führen. Meine Lehrer haben mir immer gesagt, dass ich Führungsqualitäten besitze. Und ohne mein Eingreifen als Vizepräsidentin des Schülerrats wäre der Kuchenverkauf bestimmt gescheitert. Allein der Gedanke, diese kleine Gruppe zu führen, ihnen einen besseren Weg zu zeigen, sie in die glänzende Zukunft zu führen. Meine Güte, die Zeit ist schon vorbei. Was? Wir haben doch gerade erst angefangen. Ja, ja, danke. Könnten Sie auf dem Weg nach draußen bitte den nächsten Kandidaten reinschicken? Oh, natürlich. Hatte ich schon erwähnt, dass ich Vorsitzende meines Debattierteams war? Ja, sehr schön. Danke. Moment. Muss ich noch was anschenken? Ihr könnt euch so lange, weil ich gesehen habe, ihr wollt alle Bänder hören. Hilfe, ich bin das WTS. Hören wir uns noch.
Band an. Ich habe das eine jetzt leider verpasst, aber ihr könnt mir dann mal sagen, ich werde es dann selber in meinem Video nochmal angucken, wenn es auf YouTube hochgeladen ist. Die Bewerbungsgespräche, weil die hatte ich in meinem Playthrough mit meinem Hauptcharakter total übersehen. Schreibt, wenn ihr jetzt dieses dritte, wen hättet ihr als Aufseher 114 auf Basis des Vorstellungs? Und jetzt hören wir uns mal das dritte an. Für die Position des Aufsehers von Vault 114. Der Bewerber hat sich geweigert, den echten Namen zu nennen. Stattdessen hat er nur den Namen Suppendosen-Harry angegeben. Ganz richtig, ich sag euch gar nichts. Mein Name ist mein Name und nicht der Rang und die Nummer, die mir die Regierung aufgedrückt hat. Faszinierend. Mr. M. Suppendosen. Können Sie mir erklären, wieso Sie der Regierung nicht trauen? Ich habe gesehen, wozu die in der Lage sind. Halten die Arme jeder Menge Demokratie auf, klauen jeden hart verdienten Cent aus der Tasche und verprassen das Geld dann für ihre Illuminaten-Freimaurer-Sexpartys. Ich bin ein freier Mann. Ich sollte so leben können, wie ich es für richtig halte. Die Straßen und Gassen und Müllcontainer wurden auch mit meinen Steuern bezahlt. Also schlafe ich, wo ich will. Sir, laut unseren Aufzeichnungen haben Sie seit Jahren keine Steuern mehr bezahlt. Ich habe gesehen, was auf der Rückseite von diesen Abraxo-Verpackungen steht. Nicht zum Verzehr geeignet? Sagt mir nicht, was ich machen soll. Ich esse, was ich will. Sir, Sie könnten der perfekte Kandidat für uns sein. Wie würde es Ihnen gefallen, der neue Aufseher von Vault 114 zu werden? Ich trage ganz bestimmt keine verfluchte Krawatte und auch keine Hose. Okay. Letzte Bewerbung war mal ultra geil. Suppendosen Harry for President, schreibt gerade einer. Ich will noch anschauen. Es gibt Untertitel, okay, interessant. Schauen wir doch mal, können wir machen. Dialog Untertitel 1. So. Könnt ihr haben. Ihr könnt ja auch mal, wer es jetzt erst auf YouTube guckt, gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wen ihr gewählt hättet als Vault-Aufseher. Und jetzt folgen wir mal dem Nick. Moment, da kommt jemand. Sind Sie ja. Also, wie erledigen wir das? Reichen wir uns jetzt mal ran, oder? Das haben wir schon gewählt gehabt. Ja, wir hatten ihn schon können. Ach, wir müssen nochmal, das war besser spielen. Oh fuck, wir sollten vielleicht mal die Funzel ausmachen. Kein Wunder, dass wir uns sehen. Okay, dann mal drei. Schauen wir mal, ob wir. Gehört. Irgendwas haben wir gehört, irgendwas haben wir gehört. Wir verstecken uns. Nick, Nick, du bist im Weg. Scheiß KI. Kann uns ja durchsehen, ne? Machen mich ganz verrückt. Erinnerung. Dann bin ich nach dem großen Beutezug wieder am Süden. Wer ist da? Attacke! Fucking riskant, was wir gerade tun. Oh. Also Nahkampfbild auf LoL ist auf jeden Fall teilweise echt nervenaufreibend. Sugar. Puh. Jetzt mal, bevor wir hier Stimpaks haben, jetzt schon verbraucht. Wir auch scheiß auf die Radio. Halt uns zumindest ein bisschen. Da kommt noch eine Stelle. Ich denke mal, die Masse schon. Durchzukämpfen oder es lösen durch Charisma. Könnt ihr euch ja mal entscheiden, was wir probieren. Wobei wir, glaube ich, bei Charisma
schlechte Chancen haben werden. Also um den Kampf zu vermeiden, weil wir haben bei Charisma. Also probieren zu. Ja, über mein Low Charisma zu lösen oder stellen wir uns direkt im Kampf. Fast geschafft. So, jetzt. Das geht deutlich einfacher, wenn das Schloss nicht auf der anderen Seite ist. Wobei ja nicht gesagt ist, dass wir es schaffen mit Charisma, weil wie gesagt, wir haben nur eins bei Charisma. Das kann auch sehr gut fehlschlagen. Kopf ab. Kronkorken her. Oh, wartet mal. Der Baseballschläger schon mal besser als unserer. Hä? 42 langsam. 42 langsam, aber da steht noch Cedar davor. Das ist irgendeine Mod, also ziehen wir mal den gemoddeten Baseballschläger vor. Schauen wir uns den mal an, ob er anders aussieht. Nee, nicht wirklich. Oh gut, der nickt, der rennt schon mal vor und kloppt sich durch die Gegend. Also irgendwie ist das hier gerade zweigeteilt. Kämpfen, Charisma, jetzt weiß ich nicht. Ist irgendwie 50-50. Bisher, gefühlt. Verdammt, wir sind voll. Nick, komm mal her. Jetzt rennt ein Kampf oder was? Komm mal her. Ach, komm. Lassen wir halt mal was fallen. Wir haben so viele Meter-Pistols. Kann mal eine weg. Ups, Entschuldigung, Nick. Blutiger unsere Inselbegabungsskill, beides auf einmal gewirkt. Sehr geil. Okay, jetzt sind mehr für Karten. Also wir probieren uns. Alter, die Tür. Okay, das war letztes. Der letzte Stand, glaube ich. Das wird äußerst knifflig werden. Whisky nehmen wir mit. Oh, 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 oh. Stimpaks, zwei Stück, yes. Ja, ist dann schon im Schnellmenü, ist ja schön. Ein Bett. Endlich. Der Abidalia meint, der Versuch mit Charisma wird ja eh nicht klappen, ja. Der Gear Nick schreibt. Oh fuck, wir sind schon wieder überladen. Erstmal kurz Zeug wegwerfen. Warte mal, Maschinenpistole haben wir doch auch irgendwie ohne Ende, oder? Holy fuck, 8 Stück. Die Dinger wiegen aber auch ohne Ende. So, was hatte der Nick geschrieben? Also, Jan, ich kenne dich ja jetzt schon relativ lange. Wollte mal sagen, du bist am Lieblings-YouTuber und ich mich Vivo, so, dass du dich recht hast. Bist einfach der sympathischste YouTuber. Ach so, nicht gleich rot werden. Jetzt bin ich aber schon wieder beim Vorlesen rot geworden, weil es schwer ist, vor anderen Leuten so ein Lob vorzulesen. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Skinny Malone und der Rest seiner Jungs warten irgendwo auf uns. Der Name ist übrigens ironisch. Okay, dann zu Skinny Malone, der nicht ganz so skinny ist, wie man denken wird, würde. Sollte kein Problem sein. Ich höre dicke, fette Schritte. Sei auf alles vorbereitet, soweit Keeping Simple hat gefragt, ob es noch nackte Walls gibt. Vault 1 und 1, die ist noch relativ in. Gut Schuss, sag ich mal. Könnt ihr im Spiel besuchen, die ist in Boston relativ zentral gelegen. Du kommst in mein Haus, erschießt meine Jungs. Hast du eine Ahnung, was mich das alles kostet? Ich wäre nicht hier, wenn dein Mädel nicht so durchtrieben wäre, Hungerhaken. Sag ihr, sie sollte öfter mal ihren Eltern schreiben. Oh,
Armer kleiner Valentine. Schämst du dich nicht, weil dich ein Mädchen vermöbelt hat? Am besten. Wir gehen gleich mal näher ran, falls es haarig wird. Du bist besser weggeblieben, Mickey. Das ist nicht das alte Viertel. In diesem Vault habe ich das Sagen, hörst du? Und ich lasse nicht zu, dass irgendjemand uns aufhält. Jetzt, wo es endlich gut. Habt ihr doch gesagt, einfach umlegen sollen. Warum hat mein Schwert kein Blut mehr? Ja, sentimental werden. Es muss geändert werden. Und all das. Dalla, ich mach das schon. Skinny Malone hat immer alles unter Kontrolle. Tatsächlich? Und was machst du dann bitte hier? Valentine hat sie sicher mitgebracht, damit sie uns alle kalt macht. Okay, gut, wir haben ja gesagt, wir machen eine Charisma-Herausforderung. Was machen wir? Denk an den Steinbruch. Das wäre einfach oder schwer zur Gewalt ermuntern. Ihr entscheidet. Und ach ja, danke für eure vielen Herzchen, die ihr gerade postet. Zu geil. Ach, und Gear Nick, weil du gerade schreibst, dass ich ein neues Channel-Design bekomme. Ja, ich habe ein neues Channel-Design. Vielleicht solltest du mal die F5-Taste nutzen auf meinem Kanal. Also zumindest bei Twitch habe ich noch kein neues Design, aber bei YouTube habe ich noch ein neues Design. Wir wollen alle, dass ich zur Gewalt... Warum frage ich überhaupt? Das war vollkommen klar. Hungerhaken ist nichts für dich, Dala. Jag Kugel in den Kopf, dann lasse ich dich vielleicht gehen. Für eine Art Mädchen... Von der scheitert. Oh fuck. Holy fuck. Okay, jetzt machen wir erstmal die alte Platte. Fuck. Während wir noch im VTS waren, okay. Damals als Nahkampf war echt schwer. Ich glaube, wir müssen es eher vom Fernkampf her angehen. Danke für die Anfeuerung. Wir haben in der Schrotflinte exakt einen Schuss, also den nehmen wir schon mal nicht. Wir nehmen die Maschinenpistole. Ist ja eh so ein Gangster-Mashup. Ja, komm, labert mal hin. Wir verschanzen uns ja schon mal hinter den Kisten. Ach, wisst ihr was? Wir schauen uns einfach mal, ob wir die wirklich auslabern lassen müssen oder ob wir die einfach angreifen können. Ne, müssen wir nicht. Sehr gut. Hier ballern wir jetzt erstmal das Bein ab. Alter, schluckt der viel. Oh mein Gott. Oh. Okay. Der Kloppy Master, passender Name zu deinem Kommentar, sagt Knüppeltag. Oder wie heißt er bei den Simpsons? Ja, da, wo sie die Schlangen platt machen, genau. Der Knüppeltag. Okay, unsere neue Taktik ist, wir erschießen wieder den einen Typen, diesmal mit einer Lasermuskete. Vielleicht noch einen zweiten von diesen Wachen und dann gehen wir nach. Also für Nahkampf. So, Nummer 1. Oh, wir wurden nicht mehr entdeckt. Schon. Noch platt. Probieren wir mal einen. Klappt natürlich nicht. Aber der zweite Schuss sitzt. Und den Skinny, da wird's jetzt persönlich. Voll daneben. Na, geht doch, dritter Anlauf. So, jetzt müssen wir aber erstmal wieder was abwerfen, weil wir jetzt eine bessere Maschine aufgehoben haben, die wir auch gleich mal ausrüsten und dafür eine von den schwächeren fallen lassen. Jetzt mal davon eine weg. Von einer weg. Mit all den Löchern jetzt wohl leichter oder schwerer ist. Die Kugeln wiegen wohl auch einiges. Gute Nacht, mein Prinz. Auf die guten alten Tage. Das wird ein unangenehmes Gespräch mit Dalas Eltern, wenn ich ihnen erzähle, dass ihre Tochter das Zeitliche gesegnet hat. Nun, zumindest ist der Fall damit abgeschlossen. Verschwinden wir von hier. Es gibt eine Wartungsleiter, die direkt an die Oberfläche führen sollte. Hallo, Piper.
Mit dem Nick nach. Sicher jetzt aber nochmal speichern. Man weiß ja nicht. Das Leveln geht auf jeden Fall ganz flott voran. Bin ich bisher auf jeden Fall zufrieden, auch von den Skills her, die wir haben. Wir müssen nachher auf jeden Fall noch ein bisschen auf Schlossknacken gehen, dass wir uns mehr Zutritt verschaffen können. Dann würde ich sagen, nehmen wir den Nick auch, wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, als Begleiter mit. Und nochmal Cheers auf euch. Danke nochmal für die 20.000 Abos. Ja, jetzt hoffen wir mal, wenn wir Quest abgeben, weil das gerade schreibt, der Kloppy Master jetzt wieder dicke XP. Dicker XP-Schub, das ist ja natürlich obergeil. Danke, dass du mich da geholt hast. Wie hast du mich eigentlich gefunden? Hat doch kaum jemand gewusst, wohin ich gegangen bin. Ich habe meine Mittel und Wege. Wirklich? Na, dann bin ich froh, dass Ganoven Niederschießen dazugehört. Ich wollte da unten nur ungern draufgehen. Also, du hast eine Person erwähnt, die spurlos verschwunden sein soll. Komm in mein Büro in Diamond City. Erzähl mir alles, was du weißt. Außerdem hast du dir die Gelegenheit verdient, dich zu setzen und deine Gedanken zu ordnen. Wir sehen uns dort. Wir sehen uns in Diamond City. Oh, wir hatten kein Glück. Leider hat uns Perk diesmal nicht getroffen, dass wir dreifache XP bekommen. Schade. Das wäre nämlich ein Level-Up gewesen. Bevor wir jetzt aber zum Nick gehen, gehen wir erstmal, wie üblich, Sanctuary. Wir können die Mittel bauen und das ist eben, was man Sanctuary so macht. Sagen, es macht wirklich. Es ist, ich spiele jetzt mit drei Charakteren, wenn man so will. Das Spiel durch jetzt einfach mit dem Let's Play bzw. Livestream-Charakter der Wilden Hilde. Und noch mit zwei anderen. Und bei jedem Playthrough macht es irgendwie nochmal Bock, weil es halt immer wieder anders angeht, das Spiel auf andere Sachen Wert legt. Mein einer Charakter ist auf Automatikwaffen, der jetzt auf Nahkampf. Oder die jetzt auf Nahkampf. Und mein Hauptcharakter, der ist auf semi-automatische Waffen und unterscheiden sich halt nochmal von Intelligenz und Charisma und dem ganzen Zeug. Und das macht schon echt Bock. Also Wiederspielwert ist auf jeden Fall top. So, erstmal pennen wie immer. So, und dann den Schrott einlagern und jetzt schauen wir mal wegen der Nahrung. Ach, warte mal, erstmal ernten wir. Wir dürften schon wieder ernten können. Ich muss dich um einen Gefallen. Scheint wirklich was zu werden. Ich weiß, das ist albern, aber ich brauche einen Stuhl. Einen, der besser zu meinen alten Knochen ist. Besorgst du mir einen? Die Drogi-Oma braucht einen Stuhl, höre ich gerade. Ja, ja, sehr gut. Komm mal her. Ma'am. Ist doch hoffentlich kein Problem, einen Stuhl. Klar, ich helfe gern. Danke. So, das erledigen wir jetzt auch mal eben nebenbei. Das gibt ja auch XP. Den Stuhl für Mama Murphy bauen. Ja, zack. Salabim. Und wieder keine Glück gehabt bei der XP-Ausschüttung. Damn it! So. Jetzt brauchen wir weitere Nahrung. Willkommen zurück, Ma'am. Ich hoffe, Sie konnten Hilfe in Concord finden. Jetzt gehen wir mal nicht auf den Sack, Codesurf, ich will das bauen. Ich will nichts. So, Karotten.
viel Essen sollten wir eigentlich bauen? 5 oder 6? Egal, jetzt haben wir 6 Essen. Das dürfte eigentlich lang. Hey, Sturgis. Langsam fühlt sich das hier willkommen wie ein richtiges Zuhause an. Jetzt, wo wir unsere eigenen Lebensmittel anbauen können. Das Problem ist nur, je mehr wir hier aufbauen, desto eher werden wir zur Zielscheibe. Wir müssen etwas für unsere Verteidigung tun. Dann kann sich Preston vielleicht endlich etwas entspannen. Ich kümmere mich drum. Danke. Es werden sich alle hier viel sicherer fühlen. Okay. Verteidigung wird gemacht. Schauen wir mal. Das Einfachste, um hier schnell eine Verteidigung zu bekommen, sind die normalen Geschütztürme und uns fehlen Zahnräder. Super. Prima. Schauen wir mal, ob wir da irgendwie noch mal Waffen verschrotten. Prima, bringt uns noch Stahl. Egal, machen wir jetzt einfach mal. Stahl und Holz. Ey, pff, dann verkaufen die Maschinenpistolen, ganz ehrlich. Ich hoffe, du findest deinen Sohn. Ey, wir hätten auch die 10mm Pistolen verkaufen sollen. Das war jetzt natürlich super dämlich. Kebab fragt gerade, ob man wirklich angegriffen wird. Wurde in Spielzeit noch nie angegriffen. Ja, also ich hatte bestimmt schon 10 Angriffe und Sanctuary noch nie, weil bei mir mein Verteidigungswert irgendwo bei 100 liegt oder sowas mit meinem Hauptcharakter. Aber ich habe noch 17 weitere Siedlungen und die wurden schon öfters angegriffen. Da kriegst du eine sonstige Aufgabe, musst dann dahin reisen, um das zu verteidigen. Kannst es aber auch sein lassen. Ich habe es jetzt aber immer, bin immer überall hingereist und habe es verteidigt. Also es passiert wirklich. Wenn du ein paar mehr Siedlungen hast und so und die schlecht verteidigt sind von den Maßnahmen her, dann werden die auch öfters angegriffen. Also die beste verteidigste Siedlung irgendwie wird nie angegriffen. Das war bei mir immer Sanctuary. Da hatte ich noch nie einen Angriff. Leider. Ich hätte gerne mal gesehen, ich hatte hier in meinem Hauptcharakter einen Mörser über Geschütze und so und Wachtürme und Sicherheitspersonal. Schauen wir mal. Jetzt haben wir ein Problem. Uns fehlen Zahnräder. Müssen wir mal gucken, ob wir nachher noch ein paar Sachen kaputt machen können. Lass mal hier noch ein paar Sachen putt machen. Leder brauchen wir auch. Schauen wir mal, ob wir den Volt-Anzug schon ein bisschen verbessern können. Verbesserte Energieresistenz. Ja komm, das machen wir schon mal. Zack. Ich liebe den Sound. Es hat gerade wieder unsere dreifache XP gegriffen. Okay, das heißt, Sanctuary ausbauen machen wir dann doch später weiter. Und jetzt gehen wir mal zum Nick. Da dürfte es ja auch nochmal XP geben. Sicherheitshalber nochmal Pen für den XP-Boost. Ich habe immer Angst, ihn zu verlieren. Der hält ja nicht allzu lange, wenn man schnell reist. Da verticken wir auch vorher noch ein paar Maschinenpistolen, die wir vorhin gesammelt haben. Ja, Nick, auf deinen Kommentar kann ich gerade wirklich nicht eingehen. Das besprechen wir dann wirklich nachher am besten in kurzem Skype. Ja. Wo sind die ganzen... Ja, ach, kurz warten, bis wirklich wieder Tag ist und die alle da sind. Zahlen wir hoffentlich nochmal bei der Piper die kostenlosen Stimpacks ab. Ich hoffe, die sind schon wieder gespawnt. Vielleicht habt ihr mal ein Video dazu gesehen am Donnerstag. Nein, die sind noch nicht. Damn it. X-Gore meint gerade, Codeswurf ist zu cool, um ihn zu zerlegen. Hatte jemand gerade die Idee, um Codeswurf zu zerlegen? Beziehungsweise geht das? Den könnten wir eigentlich auch mal mitnehmen, stimmt ja, aber jetzt wollen wir erstmal Nick klar machen. Ja. Ja.
Okay, jetzt warten wir mal, bis hier der Rest auftaucht von den Händlern. Du willst handeln? Wie? Kauft ein Schlagholz! Immer zur Hand, wenn man es. So. Ich hab knapp. Oder willst du lieber was für den Nahkampf? Ich schau's mir an. Selbstschutz in Perfektion. Ach ja, weil vorhin jemand gefragt hatte, wollte ich das Schwert her vom Arturo. Da kann man das chinesische Schwert kaufen, wie ihr auch gerade nochmal gesehen habt. So, jetzt ab zum Nick in die Detektei. Dann haben wir endlich den Nick als Begleiter. Sehr schön. Ellie, bist du da? Nick? Wie gut, du bist es wirklich. Tja. Diese Visage ist wirklich nicht zu verwechseln. Du lachst dem Tod ins Gesicht, aber eines Tages wird er zurücklachen. Nicht solange ich Freunde habe, die mich unterstützen. Du hast Nick, diese Agentur und meinen Job gerettet. Danke. Metalldetektivlieferung. Stets zu Diensten. Ich bin froh, in der Marktnische zu arbeiten. So viel steht fest. Hier sind die abgemachten Kronkorken fürs Suchen. Und ein kleiner Zuschuss. Falls du Arbeit suchst und gern Detektiv spielst, könnte ich einen neuen Partner gebrauchen. Hey, ein Fall nach dem anderen, Ellie. Wir haben hier jemanden, der vorher unsere Hilfe braucht. Gut, kommen wir zum Geschäft. Setz dich. Mach's dir bequem. Jawohl. Wenn man nach Vermissten sucht, steckt der Teufel im Detail. Erzähl mir alles, egal wie schmerzhaft es ist. Wir waren in einem Vault, als es geschah. Vault 111. Eine Art Kryoanlage. Du warst eingefroren, oder? Und noch wichtiger, du warst im Untergrund. Viele Hindernisse, eine Person zu erinnern. Was kannst du mir noch erzählen? Da waren ein Mann und eine Frau. Sie sagten nicht viel, aber sie nannten mich den Ersatz. Also ein kleines Team. Profis. Die wissen, dass man bei Aufträgen nicht viel redet. Keine Ahnung, was das bedeutet. An was erinnerst du dich noch? Wir suchen nach meinem Baby, Sean. Er ist nicht mal ein Jahr alt. Warum sollte ihn jemand entführen? Gute Frage. Warum gerade deine Familie? Und warum ein Kleinkind? Jemand müsste für ihn sorgen. Immerhin ist er noch ein Baby. Da haben wir es. Das war kein Zufall. Wer auch geführt hat, ging nicht vor. Viele Commonwealth und Leute. Raider, Supermutanten, die Gunner. Und natürlich das Institut. So, bevor wir weiter antworten, würde ich gerne noch einen Kommentar vom Dreuer beantworten. Das gerade nochmal. Auch ein Abend. Ich wollte mal fragen, ob es sich lohnen würde, Fallout 3 und oder New Vegas zu kaufen. Bin mir total unentschlossen, da ich Bock auf Willst Fallout hätte. Reden? Gut, die Frage ist, spielst du schon Fallout 4? Schreib mir das erstmal rein. Wenn du damit Spaß hast, wirst du auch mit Fallout 3 und New Vegas Spaß haben, auch wenn das Gunplay da nicht so gut ist. Bei New Vegas das bessere Spiel ist als Fallout 3, sowohl von der Story, von der Spielwelt, von der Situation, als auch von den Ja, wobei die DLCs in Fallout 3 auch schon auf der Spitze sind. Die DLCs in New Vegas sind grandios, also die beiden Spielen raten, die sollten wir beide nachholen. Wer sich die Xbox One-Fassung holt von Fallout 4, der hat auch einen Download-Code von Fallout 3 mit dabei in der Disc.
und kann das dann sowieso ohnehin spielen. Ich würde dir aber zu den Game of the Year Editions raten und bei Fallout 3, also auch New Vegas, würde ich dir empfehlen, das aus Österreich zu importieren, weil die in Deutschland noch geschnitten waren. Fallout 4 wiederum ist ungeschnitten. Das sind auf jeden Fall beide super Spiele. Kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, wenn du mit, wenn du zum Beispiel schon Fallout 4 hast und damit Spaß hast, wirst du auch damit Spaß haben. Das sind super Spiele, man muss sich da ein bisschen reinfuchsen, aber die sind wirklich toll. Sag was. So, ja, ist alles gut. Supermutant. Die. Groß, grün, muskelbepackt. Mit anderen, schwer, die Kugel ausschließen. Wer sind die Gunner? Erfahrene Söldner. Für die ist kein Job zu brutal. Sie könnten es gewesen sein, ziehen aber bestimmt nicht die Fäden. Glaubst du, es könnten Raider gewesen sein? Das bezweifle ich. Die können sich nicht mal selbst organisieren, geschweige denn sowas Kompliziertes hinbekommen. Du glaubst also, das Institut steckt dahinter? Tja, die sind der Buhmann des Commonwealth. Wenn was schiefläuft, beschuldigt sie jeder. Ist auch verständlich. Ihre ersten Synths nehmen ganze Städte auseinander und töten jeden, der im Weg steht. Es gibt auch neue Modelle, fast menschlich, die Städte infiltrieren und im Fäden ziehen. Aber niemand weiß, warum sie es tun, was ihr Plan ist oder wo sie sind. Nicht mal ich. Und ich bin selbst ein Synth. Also ein ausrangierter Prototyp. So, ich will nochmal kurz auf den Troyer eingehen. Der schreibt gerade, naja, Skyrim habe ich schon 5-mal durch, genauso wie alle 3 Dragon Age Teile. Ja, wenn, also wenn du jetzt wirklich nur Geld hast, zum Beispiel für einen Teil und du hast das Fallout 4 noch nicht oder das packt dein System nicht oder so, ich weiß ja, du hast ja noch nicht geschrieben, auf welchem System du spielst, ob du auf PC, Xbox, PlayStation spielst, keine Ahnung, dann würde ich dir empfehlen, hol dir Fallout New Vegas als Game of the Year Edition. Das ist wirklich ein super Spiel und gerade mit den DLCs hast du da unendlich viel Spielzeit, die du da reinstecken kannst. Ein super Spiel, also meine Kaufempfehlung hast du auch. Wie auch immer. Ich muss Sean finden. Stimmt. Diese Spekulationen lenken uns nur ab. Trennen wir uns, was du weißt. Wie sahen die Entführer aus? Der Kerl, der meinen Mann getötet hat. Er trug eine Hand. Vielleicht ein großkalibriger. Ha. Langsam bekomme ich eine von unserem. Kannst du mir. Die Sch*** werde ich nie vergessen. Und auch wie ein Papier. Das ist viel. Aber eine harte Sch*** einen in diesen Geschäft bringen. Was noch? Er kam ganz nah ran. Er hatte eine Glatze und eine Narbe, die quer über sein linkes Auge ging. Warte. Das kann nicht sein. Du hast nicht etwa den Namen Kellogg gehört? Na klar. Ich habe ihren Namen, ihre Adressen und das Versteck ihrer Tagebuchschlüssel mitbekommen. Schon gut, beruhig dich. Das wäre ein extremer Zufall. Ellie, was wissen wir über den Fall Kellogg? Die Beschreibung passt. Glatze, Narbe, macht gefährliche Söldnerjobs. Aber niemand weiß, wer sein Auftraggeber ist. Und er hat hier ein Haus gekauft, oder? Hatte er nicht ein Kind dabei? Ja, genau. Das Haus in den verlassenen West Stands. Der Junge war ungefähr 10 Jahre alt. Das ist Sean. Er muss es sein. Irgendwie. Nicht so schnell. Du suchst doch nach einem Kleinkind. Wenn ich richtig zähle, sind das mehr als 9 Jahre Unterschied. Vielleicht hat er einen eigenen Sohn. Vielleicht ist es ein anderes Kind. Außerdem sind beide vor einer Weile auch bei letzter vorbei. Vielleicht weiß, wohin ist. Die Sicherheit ist präsent, daher vorsichtig sein. Das bin ich immer. Damn it, ich hab gehofft, wir kriegen jetzt schon die XP, aber wir müssen noch mal weitermachen. Es fehlt uns ja nicht ab, also dem Nick hinterher. Ach, können, dass er noch irgendwie oder so ansammeln. Egal, machen wir nachher. Ja. Jetzt. Scheiß Türbug.
wollte nicht, dass Ellie es hört, aber dir sollte ich es sagen. Alles, was ich über Kellogg herausgefunden habe, ist schlimm. Er ist mehr als nur ein Söldner. Er ist ein Profi. Schnell, sauber, gründlich. Hat keine Feinde, weil sie alle tot sind. Bis auf dich. Zu 90% ist das unser Mann. Es ist nicht nur sein Aussehen. Auch die Vorgehensweise ist ganz die seine. Ein Baby mit einem kleinen Team zu entführen und einen Elternteil am Leben zu lassen? Das bekommen nur wenige Söldner im Commonwealth hin. Jetzt schreibt der Treu gerade, mein PC passt genau in die Anforderungen von Fallout 4. Dann solltest du dir erstmal Fallout 4 holen. Du brauchst die Vorgänger nicht gespielt zu haben. Die bauen ja nicht aufeinander auf oder so. Fallout erzählt in jedem Teil im Prinzip eine eigene Geschichte. Fallout 4 spielt ja etwa zeitgleich mit Fallout 3. Also du brauchst kein Vorwissen oder sowas. Notfall, schau dir den ersten Let's Play-Teil auf meinem Kanal an. Das ist ja nochmal ein Video, das die Vorgeschichte erzählt, wenn du das Spiel startest. Das erklärt so ein bisschen was zu der Lore von der Fallout-Welt, von daher. Glaub nicht, dass ich das Schloss knacken kann. Hey, Valentine. Kompliziertes Schloss, oder? Siehst du die Plattform da hinten? In der Nähe des Stadtrands? Das ist der Aufzug zum Bürgermeisters. Frag doch dort mal nach. Ich bleibe dann aufzubrechen. Gemacht. So, dann gehen wir mal ab. Zu dem extrem netten Bürgermeister. Das Schöne ist, da können wir auch mal eine gute Aussicht über Diamond City genießen. Wo ist er nicht Piper hin? Weggeschickt? Copymaster fragt echt, hast du ein Lore-Video? Ne, ein Lore-Video habe ich nicht. Also im ersten Let's Play-Teil siehst du halt einfach nur am Anfang ein bisschen was zur Geschichte. Ich hatte nur ein, was heißt ein Lore-Video? Ich hatte ein bisschen gemacht zur Entstehung von Fallout. Ein Video, das nennt sich von Mad Max zu Fallout. Das ist so ein bisschen Lore. Also wie generell so ein bisschen die Postapokalypse erklärt. Und wie es generell zu diesen postapokalyptischen Spielen gekommen ist oder was die Vorgänger von Fallout waren, was die Inspirationen dazu waren. Relativ allgemein gehalten das Ganze, aber das findest du auf meinem Kanal. Gibt es ja die Playlist Alles zu Fallout 4. In dieser Playlist, wenn du die anklickst, da findest du das Video auch auf jeden Fall. Der Bürgermeister empfängt Besucher, wenn sie nicht von der Presse sind. Brauchen sie Hilfe? Ich kann also einfach rein und mit McDonough sprechen? Nur zu, sein Büro ist offen. Er nimmt sich Zeit für jeden, wenn er es einrichten kann. Kein Blödsinn. Bürgermeister. Also Nick fragt, was ein Lore-Video ist. Lore-Video ist im Prinzip, da geht es um Hintergrundgeschichte der einer jeweiligen. Ah ja, ich erinnere mich. Der Neuzugang. Ich wünschte, ich könnte wie sie. Unsere großartige Stadt zum Ehren. Generell halt. Geschichtenreihe. Gibt es verschiedene Auslegungen für. Nick Valentine meinte, ich sollte mich an Sie wenden. Tatsächlich? Eine Ermittlung, schätze ich. Sie zwei wollen mir doch nicht etwa Schwierigkeiten machen, oder? Ein Mann namens Kellogg hat früher in der Stadt gelebt. Ich will mich in seinem Haus umsehen. Verstehe. Nun, was Ihre Gründe auch sein mögen, ich nehme die Privatsphäre meiner Bürger sehr ernst. Auch wenn Sie nicht mehr hier wohnen. Ich kann Sie nicht einfach in ein fremdes Haus lassen. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ach, verdammte Axt. Probieren mal mit Charisma 1 ihn zu überzeugen. Es wird eh nichts, aber wir probieren's. Bitte, Bürgermeister McDonough. Dieser Kellogg hat mein Baby entführt. Ich muss ihn finden. Verstehe. Aber welche Verbrechen dieser Mr. Kellogg auch begangen haben mag, Ihr Wort reicht als Beweis nicht aus.
Bestechen für 250 Kronkorken. Ach du Scheiße. Was soll man machen? Sagt mir mal im Stream, soll ich ihn bestechen oder einfach sagen, danke für nichts, wir finden eine andere Lösungsmöglichkeit. Also die Kohle an sich hätten wir, um ihn zu bestechen. So, jetzt muss ich mal wieder auf die Verzögerung im Stream warten. Mal schauen, was ihr sagt. Also wir sollen ihn nicht bestechen. Es sieht hier... Sag ruhig, ja, also die meisten sind nichts. Na gut. Schön. Ich weiß, Sie sind enttäuscht. Aber ich muss an das Bürger von Diamond City, nicht nur an die Bedürfnisse einer Person. Ja, und jetzt? Du benimmst dich einfach immer anständig, nicht wahr? Was ist denn jetzt los, mir gar nicht aufgefallen, dass ich das tue. Du musst dich dafür also nicht mal anstrengen, was? Ich weiß das zu schätzen. Die meisten geben sich nicht mal die Mühe. Meiner Erfahrung nach kommt man nicht sondern wenn man immer... Ich meine, hier Diamond City an. Ich wollte die Leute da vor einer echten Gefahr warnen. Und immer darf ich mir anhören... Oh, Piper, kannst du nicht mal was Fröhliches schreiben? Piper, bring doch bitte mal was Nettes raus. An manchen Tagen habe ich gute Lust, meinen Hut an den Nagel zu hängen. Übrigens, danke für die Kommentare gerade im Stream. Ja gut, Taschendiebstahl, klar, ist eine Möglichkeit, wenn er schläft zum Beispiel. Oder Sekretärin, sagt ja der eine. Okay, wir probieren es dann mal bei der Sekretärin. Quatschen wir erstmal noch ein bisschen mit der Piper. Dann hör auf. Warum weitermachen, wenn es die Leute doch offensichtlich nicht interessiert? Weil die Leute es verdienen, die Wahrheit zu erfahren. Auch wenn sie unangenehm ist. Besonders dann. Klar, es kann einem Angst machen, wenn man weiß, was da draußen wirklich vor sich geht. Es vergeht keine Nacht, in der ich nicht befürchte, dass eine Drohne des Instituts der guten alten Piper und ihrer Familie einen Besuch abstattet. Aber das ist es wert. Ich kenne die Wahrheit. Das beschützt uns. Würdest du wirklich deine Familie derart in Gefahr bringen? Ich sage nicht, dass es keine Folgen hätte. Aber meiner Erfahrung nach ist es das wert. Ich habe selbst erlebt, welche Macht die Wahrheit hat. Meine Schwester und ich wuchsen weit draußen im Commonwealth auf, in einer winzigen Siedlung. Unser Vater gehörte zur örtlichen Miliz. Ich halte uns die Raider vom Leib und die Meyerlurks aus den Latrinen, wie er immer sagte. Und eines Tages war unser Vater tot. Sein Hauptmann, ein Arsch als Mayburn, behauptete, dass ihn die Raider bei seiner Wache erwischt hätten. Ich habe ihm das nicht abgekauft und Nachforschung angestellt. Wie sich herausstellte, hatte sich der Hauptmann bestechen lassen, weil er sich für unterbezahlt hielt. Eines Tages Tore offen lassen, mit Raider plündern können. Er würde dann einen Anteil davon bekommen. Mein Vater war dahinter gekommen und wollte Mayburn auffliegen lassen. Aber Mayburn war schneller. Und ich wollte dafür sorgen, dass der Dreckskerl nicht damit davonkommt. Ich ging zum Bürgermeister, aber der hörte nicht zu. Also plakatierte ich die ganze Stadt. Gesucht wegen schwerem Dienstvergehen. Hauptmann Mayburn. Dann wollte der Bürgermeister plötzlich reden. Die Stadt warf Mayburn raus und war bestens verschanzt, als eine sehr verblüffte Gruppe Raider ankam. Wir sind jetzt mal weiter pessimistisch. Die war ja... also ganz zum Schluss muss ich mich natürlich nochmal versprechen. Die Wahrheit hat einen Vater umgebracht. Dein Vater starb, weil er die Wahrheit kannte. Ihn hat sie nicht beschützt. Aber wie viele Leute wären gestorben, wenn er nicht bereit gewesen wäre, für sie einzutreten? Aber hey, es tut mir leid, wenn ich zu viel rede. Manchmal kann ich einfach nicht mehr aufhören. Es ist einfach schön, mal mit jemandem zu reden, der es einfach kapiert, weißt du? Also, sollen wir los? Weißt du was? Mich nervt es, dass ich die ganze Zeit hier diese Sturmmaske auf dem Gesicht nicht zu sehen ist. Piper? Hey, sag einfach... So. Piper hat keine Mütze mehr, das sieht ja gleich viel besser aus. Und mal schauen, was die Mütze so kann. Bordermütze. Oh, plus 1 Intelligenz. Och nö. Das passt ja nicht zu unserem Bild. Haben wir nicht noch irgendwas anderes? Kopfbekleidungsmäßiges, was uns nicht irgendwie...
gebe jetzt der Filz Hut. Plus 1 Wahrnehmung. So, jetzt setzen wir den halt auf. Komm. Sieht man wenigstens unser Gesicht. Piper kriegt aber den Filz Hut trotzdem nicht wieder. Wo willst du denn überhaupt hin? Was machst denn du da? Der beim ab. Was guckst du so böse? Hallo? Wohin? Hey. Für Reiseprobleme. Auch eins? Juhu, wir haben was zu essen von ihr bekommen. Fragen wir sie doch mal nach der Beziehung. Ist da was, eine lesbische Beziehung vielleicht drin, Piper? Ich wollte nur kurz fragen, ob die Dinge zwischen uns gut laufen. Schwer zu sagen im Moment. Wohl erst noch zeigen, dass du nicht nur an dich selbst denkst. Danke übrigens, Kloppy. Ja, schade, nicht mehr lange ist mein erster Twitch-Livestream und ich fand es bisher sehr unterhaltsam. Das freut mich ungemein. Es ist für mich immer noch strange, dass es euch Spaß macht, wenn ich einfach ein bisschen zock und ihr da zuschaut. Freut mich echt. Vielen Dank an alle, die dabei sind. Blue, alles in Ordnung? Was meinst du? Ein Reporter ist nur erfolgreich, wenn jemand sein Leben bedroht. Zwar ohne Scheiß. Verdammt erfolgreich. Piper sieht doch viel besser aus ohne Hut, das oder? Das ist alles in Ordnung. Es gefällt mir auch gleich wieder besser, dass wir unser Gesicht sehen. Von der Hilde. Der alten Porno-Q6-Puppe. Ja, wer den Anfang hat, die wilde Hilde ist von einer... Ja, was hat denn die hier mit hinsetzen? Der hockt sich überall hin, wo der Typ pennt. Okay, wir wollen jetzt mit der Sekretärin mal labern. Also wie gesagt, nochmal. Der Name wilde Hilde ist abgeleitet von einer Q6-Puppe. Wie ich erst erfahren habe, nachdem wir den Namen gewählt haben, aber ich finde immer noch gut den Namen. Wer kann mir helfen, wenn ich einen Schlüssel für ein Verriegelungs brauche? Wenn Sie ein Haus meinen, das die Stadt beschlagnahmt hat, haben wir nur eins verzeichnet. Mr. Kellogg's altes Haus. Da müssten Sie sich direkt an den Bürgermeister wenden. Todford94 schreibt gerade, bin jetzt auch endlich mal da. Da kommst du ja genau rechtzeitig. Wir haben in 7 Minuten ist der Stream zu Ende. Du Pfeife. Nee, trotzdem schön, dass du nochmal reinguckst. Keeping gerade wild. Hot Priest 256. Die Mühlen der Bürokratie machen mich ganz kirre. Und sie malen langsam, Herzchen. Ihr habt mir empfohlen, mit der Sekretärin zu reden. Die ist ja überhaupt nicht kooperativ. Hey, Geneva. Den Schlüssel kann ich Ihnen nicht geben. Warum wollen Sie ihn denn unbedingt haben? Komm, wir probieren nochmal eine Charisma-Probe, auch wenn wir es nicht drauf haben. Bitte. Ich will nur mein Baby finden. Der Kerl, dem das Haus gehört hat, ist sein Entführer. Ich kenne diese rührseligen Geschichten. Die können Sie sich sparen. Vertrauen Sie mir einfach. Es ist wichtig, ganz ehrlich. Haben Sie etwa geglaubt, dass das funktioniert? Keine Chance. Nächstes Mal bin ich pünktlich, schreibt gerade der Todward. Alles klar. Nee, kein Thema. Freut mich ja, dass du trotzdem nochmal reinguckst. Ja, dammit. Nee, bestechen wollen wir nicht. Schönen Dank auch. Also, müssen wir jetzt hier Taschendiebstahl machen wahrscheinlich, wie es aussieht. Wir speichern erstmal. Hey, du warst okay. In der Zeitung, stimmt's? Der Waldbewohner mit den 1000 Versuchskaninchen. Was war das für ein Experiment? Schnell speichern. ...43% Chance zum Stehlen. Goddammit. Piper haut ihn gleich in die Fresse, super. Wir laden mal rein. Wir probieren es jetzt noch zweimal, ihm das zu stehlen. Wir haben ja eine Chance von 43%. Wenn nicht, müssen wir wirklich mal auf Taschendiebstahl skillen oder so. Warte mal, haben wir vielleicht einen Skillpunkt? Nee, haben wir nicht. Es fehlt nicht mehr viel zum Level ab. Ich weiß, dass Sie neu in unserem... Oh, verdammt! Jetzt dreh dich doch nicht um. Aber die Presse hat in diesem Büro nichts zu suchen. Sagen Sie Piper, dass sie draußen warten soll. Ja. Draußen warten soll. Boah. Okay, letzter Versuch. Danach warten wir, bis der Spacko pennt.
Es erinnert mich gerade frappierend an Skyrim. Ist es da euch vielleicht auch so gegangen? Da habe ich so einen Scheiß auch ständig probiert und habe reingeladen, wenn es nicht geklappt hat. Yes! Am liebsten hätte ich noch die 46 Kronkorken auch noch gestohlen. Aber nee, kein Risiko mehr. So, wir haben das Ding jetzt. Prima Ballerina. Jetzt könnten wir mit dem Aufzug runterfahren. Ach, so ein Quatsch. Wir fahren damit runter hier. Ich glaube, ich hätte... Dabei viel schönere Aussicht. Jetzt ist er wieder da. Alter Piper, du bist echt hohl. Ganz ehrlich. Kloppy Master fragt, was macht dir denn Spaß am Twitch-Livestream, Gerhardes? Schöner, als wenn du jetzt einfach nur stumpf so ein Let's Play-Teil aufnimmst. Das ist für mich immer noch so ein bisschen befremdlich. Da laber ich halt einfach nur mit dem Mikro, mache und so auch, aber jetzt einfach mal eine Stunde ein Let's Play-Teil aufnehmen, ist für mich immer noch befremdlich. Ich hatte das zwar in der Vergangenheit mit Skyrim auch mal gemacht, wo ich den kompletten Track gespielt habe. Ein bisschen Morrowind. Aber ihren direkten Feedback, eure Entscheidungen damit einfließen zu lassen, schauen, wie sich das entwickelt, das finde ich und macht mir einfach mehr Spaß. Also deswegen habe ich auch mit dem Charakter jetzt wieder total viel Fun, Entscheidungen da zu lassen. Ja, als ein Let's Play. Ich hoffe, das wird jetzt, war jetzt halbwegs verständlich, warum das mir mehr gefällt, als jetzt einfach nur stumpf zu Let's Play. Der Nick sagt gerade, macht übel Bock mit einer runter zu jumpen. Mal probieren. Wir sehen Videos auf YouTube, wie Leute irgendwelchen Hochhäusern mit der Power Armor gejumpt sind, weil man ja da keinen Fallschaden hat. Werden wir auf jeden Fall auch mal angehen, irgendwann im Let's Play. Habe ich. Dann los. Die Ehre überlassen. Sehen wir uns etwas um. Kellogg muss irgendwas zurückgelassen haben. So, Kellogg muss irgendwas zurückgelassen haben. Sollen sie sich umgucken? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo das war. Verdammt klein vor. Bei Kellogg hätte ich was Größeres erwartet. Irgendwo in der Bude war irgend so ein Hebel versteckt. War nicht sogar da, wo der Nick gerade irgendwo ist? Hier ist nichts. Hast du dir den Schreibtisch angesehen? Schreibtisch? Okay, Ach ja, hier unten. Da haben wir es doch. Auch eine Möglichkeit, einen Raum zu verstecken. Nuka-Cola-Quantum. Sieh dir das an. Ich habe sogar eine richtige Flasche Nuka-Cola-Quantum hier stehen. Kürzlich festgestellt, dass die 120 Euro bei eBay wert ist. Aber no way, dass ich die verkaufe. Und aufbereitetes Wasser, Bonbons, Chips, komm, den ganzen Scheiß nehmen wir mit. Coca-Cola Cherry, auch her damit. Gwyneth Stout, 44er. Und Zigarren. San Francisco Sunlights. Interessante. Was denn? Der große Uhrwerkmeister weiß nicht weiter? Synth-Detektiv, du Arsch. Wenn du schon so schlecht bist. Nick hat uns gerade Arsch genannt. Was geht denn mit dem ab? Seite. Was ist mit Dogmeat? Ein Commonwealth-Köter will den Geruch von Leuten über Meilen hinweg aufspüren. Warum holst du ihn nicht und lässt ihn mal schnüffeln? Vielleicht kann er die Fährte ja aufnehmen. Bevor du dich auf den Weg machst, ich weiß, dass das was Persönliches ist. Wenn du dich Kellogg allein stellen willst, sag das einfach. Außerdem hast du schon reichlich Gesellschaft. Wir können ja nicht alle das Commonwealth nach einem Mann absuchen. Wir nehmen natürlich den Nick mit. Ich will, dass du mir zur Seite stehst, Nick. Piper ab nach Sanctuary. Okay, schnappen wir uns den Bastard. Ab jetzt ist das deine Show hier, okay? Du sagst spring und ich sag wie hoch. Tipptopp, wir haben Nick.
Und unsere nächste Aufgabe ist es, nach dem Kellogg, dem potenziellen Mörder unserer Mannes natürlich, zu suchen und den kaltzustellen. Und unser Kind natürlich zu finden. Das machen wir dann im nächsten Twitch-Livestream. Wer es jetzt, wie gesagt, auf YouTube guckt, wenn ihr live dabei sein wollt, zwischen 22 und 24 Uhr, immer freitags, geht's weiter, 2 Stunden mit der wilden Hilde. Und an alle, die jetzt bei Twitch dabei waren, nochmal vielen lieben Dank. Nochmal, wie gesagt, weil es am selben Tag aufgenommen worden ist, am 21.11., 20.11. war es, ich sehe gerade, es ist am 20.11. haben wir die Aufnahme gestartet, Tag, an dem ich die über 20.000 Abos bei YouTube geknackt habe. Vielen lieben Dank nochmal an euch. Das war's mit dem Stream. Wir sehen uns im nächsten Stream wieder. Danke auch nochmal an alle, die jetzt auf YouTube nochmal die Wiederholung gucken, weiß ich auch zu schätzen. Und natürlich könnt ihr auf meinem Kanal mit weiteren Guides und den ganzen Zeugs eben rechnen, Begleiterguides, Waffenguides, das volle Programm eben und das reguläre nächste Video. Neben dem Upload von diesem Video her seht ihr am Sonntag um 18 Uhr, da gibt es das Testtagebuch Teil 3, wo ich ein bisschen über die Bugs reden will, wie man auch viele Sachen beheben kann. Bethesda ist im Übrigen gerade dabei, noch das erste Patch fertig zu machen, das wird es demnächst für den PC geben, in der Beta-Fassung und danach, wenn das gut läuft, wird es das auch für Konsolen geben. Das jetzt nochmal kurz mit den News zu Fallout. Vielen Dank auch für die netten Kommentare, die mir gerade nochmal schreibt. Ich bin jetzt noch mal ganz kurz im Skype-Chat, wer im Community-Chat noch Bock hat, wer den noch nicht kennt, ihr könnt mich einfach bei Skype adden. Mein Username ist Gearhades, mich da hinzufügen, ich schaue da so alle 3 Tage rein und füge euch dann dem Community-Chat hinzu und da können wir dann untereinander uns ein bisschen austauschen. Bis dahin, ich wünsche euch einen schönen Abend, haut rein.